La 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 la. So. Wir fangen heute schon ein bisschen früher an. Grüße Max Hul. Was geht, was geht? Und mit ein bisschen früher meine ich, wir lassen den 10-Minuten-Timer jetzt nicht runterlaufen. Ich wollte nur mal noch schnell Pipi machen und den Stream anmachen, weil heute war wieder Baldur's Gate Party. Und ja, es ist einfach jedes Mal aufs Neue lustig. Beleidigen uns die ganze Zeit. Ja, und im Prinzip rotten wir einen Großteil von dem, was wir finden, aus. Ist schon auf jeden Fall mehr als funny. So. Und jetzt haben wir für heute noch ein bisschen was auf dem Schirm. Ich brauche mal wieder neue Klamotten. Oder ich muss ein bisschen anders kombinieren. Ah, ich habe auch jedes Mal selber, ne? So, checken wir mal. Telefon. Hola. Hola. Was geht? Ja. Ja, selber, was geht? Der übliche Kram, ne? Der übliche Kram, du weißt, wie es ist, ne? Wir wollten uns ja heute nochmal kurz zusammensetzen und mal so ein bisschen quatschen, um so ein paar Sachen gegebenenfalls abzufedern. Gerne. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich hab Zeit jetzt. Ja, ist doch super. Wo? Ja, theoretisch, die Bar ist zu. Ich bin an der Bar, aber wir können auch woanders. Nö, ich komm zur Bar, ist sowieso entspannt. Bis gleich. Ja, alles klar, bis gleich. Hola, Erich. Hola, amigo. Wichtige Sache, wir haben vorhin über was geredet. Yeah. Ist hätte da jemanden, der hätte Lust so auf 20 Gramm Meersalz? Ja, also 20? 20. Die wollen erstmal gucken. Wer ist denn das? Ob das Zeug gut ist? Naja, die, mit denen ich hier drüber geredet habe. Ach, die... Die, genau, den Rocker. Die haben wohl auch schon jemanden, der das verkauft. Ja, okay. Die sind auf jeden Fall an Vertrieb mehr als interessiert. Wenn man das mit dem Preis, dann muss man halt gucken, ob dass man den Straßenpreis sonst vielleicht noch was macht. Du meinst anheben oder was? Ja, muss man aber, das kriegt man auch so hin. Ich sag mal, man kommt ja drauf an, wer es kauft. Ich ruf da mal an, ich kümmere mich mal drum, ja? Wunderbar, hä? Bis dann, amigo. Und dann fahren wir da zusammen hin, ja? Ja, machen wir zusammen. Wegen der Apotheke, ich habe die bisher noch gar nicht erreicht. Also müssen wir gucken die Tage. Ja, ist okay. Gut, alles klar. Bis dann, mein Lieber. Wunderbar. Hau rein. Hi, ich habe einen Anruf von Unbekannt gehabt. Ja, das war echt das Richtige. Okay, du bist tatsächlich auch wirklich die Einzige, die mich immer mit Unbekannt anruft. Was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte fragen, ob du mir die Nummer von dem Ballers geben kannst, weil du hattest mir das ja mal angeboten. Ja, ich kann dir auf jeden Fall ein paar Telefonnummern geben. Ich muss mal gucken, ob ich die von Otis habe. Aber es trifft sich ganz gut. Ich habe da nämlich noch was Neues aufgetan. Bezüglich dessen, worum wir uns die ganze Zeit so kümmern gemeinsam, sage ich mal. Da würde ich einfach nochmal persönlich mit dir sprechen wollen, weil da sind ein paar andere, ich sag jetzt mal, Kundenträger daran interessiert, sich so ein bisschen vertriebstechnisch in der Stadt, ne, auszutoben. Und ich glaube, da wäre es dann nicht so gut, wenn ihr euch bei der Übergabe treffen würdet. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich einfach mal das Risiko aufnehmen und würde einfach mal in Vorkasse gehen. Und würde mich dann da selber drum kümmern. Genau erklären, lass uns da persönlich drüber reden.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Ich bin jetzt gerade noch kurz im Gespräch mit jemandem und würde mich dann gleich nochmal bei dir melden und dann können wir uns ja einfach irgendwo treffen. Ja, machen wir so. Okay, dann bis später. Tschüss. Ja. Oder mein Engel. Heißes Outfit. Beide Danke. sogar heißes Outfit. Aber einer passt nicht rein. Das bist du. Nee. Also einer hat keinen Rollkragenpullover an oder ist Rollkragenpullover nur für Chef? Nee, aber irgendwie das komisch aus, wenn alle gleich aussehen. Das ist wie wenn Mutti uns morgens gleich angezogen hat. Punkt für dich. Punkt für dich. Übrigens, Mann, komm mal kurz mit. Ich will dir noch kurz was anderes zeigen. Okay. Das ist so privat? Nö, 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 nö. Das ist, ach du, ich hab irgendwann habe ich mal so ein Auge für gewisse Sachen entwickelt und Ja. lass mich mal kurz gucken. Probier die mal an. Hey, warte, Kunde. Ja, das ist mein Drip, Baby. Das ist mein Drip. Okay, ich behalte die, macht ja nichts aus, oder? Ist okay, ist okay. Und sonst, wie läuft's bei euch? kann mich nicht beschweren, läuft super. Also der Laden auch? Ja. Ja, wundervoll, wundervoll. Ich hab dem Italiener von nebenan Bescheid gesagt, dass er mal hier rumkommen soll. Wer ist denn die Italiener von nebenan? Unter der Brücke da hinten hat ein Italiener aufgemacht, unterm Pier. Ach so. Mehr als stabiler Typ. Kann ich mir nur vorstellen, dass das langfristig vielleicht echt interessant ist, sich zu vernetzen. Oh, verstehe. Wollen wir uns irgendwo hinsetzen? Ja, können wir machen. Willst du was trinken? Ach nee, gerade nicht, danke. Alles klar. Spart dir Arbeit. Das stimmt. Ach ja. Ja, Mensch, dann erzähl mal, also dein Bedenken hast du ja schon erzählt, aber. Ja, also mehr und mehr stellt sich raus, dass ich wohl, ich sag mal, ziemlich gut bin in dem, was ich da gemacht habe, weil ich glaube, du bist gerade einer der wenigen, also wirklich, wirklich wenigen in der Stadt, der auf größere Mengen zugreifen kann. Oh. Und die Sache muss halt ein bisschen, wie sage ich das am besten, geschützt werden, so, ne? Ja, Weil verstehe. ansonsten wird da halt, ne, rumgeritten und dann haben wir vielleicht lilane Probleme, die wir nicht haben wollen, weißt Das ist richtig. du? Und deswegen war ich halt einfach nur, ich sag mal, ein Stück weit daran interessiert, an wen ihr das Ganze weiterverkauft, damit man das halt so ein bisschen eindämmen kann. Wie gesagt, was du da an Kohle machst und so, ist mir eigentlich alles scheißegal, sag ich dir ehrlich so, ne? Ich habe halt da meinen Teil gemacht so und das war ja im Prinzip auch nur die Absprache, die wir beide miteinander hatten, so, ne? Richtig. Soll ich dir sagen? Ja, Willst du bitte. es wissen? Ja, gerne. Wenn du es mir sagen willst, klar. Verdiene aktuell gar nichts daran. Gibst du 1:1 weiter? Ja, 1:1 zuzüglich deiner Provision. Das heißt, das, was für mich übrig bleibt, ist deine Provision. Mir geht es aktuell nicht um Geld, mir geht es um Reputation. Ja, das habe ich mir tatsächlich schon gedacht. Wer ist der Glückliche? Der Glückliche ist Donny. Von den Riot Dogs. Ja, also es sind nicht die Riot Dogs, sondern jeder macht auch so ein bisschen sein eigenes Ding und Donny will das vertreiben, aber er will es nicht vertreiben, sondern er will sich ein paar Jungs suchen, die das vertreiben. Oh Gott, Alter, jeder will es nicht selber machen. Es ist immer so witzig. Ja, Naja, nee, das ist aber. das Ding. Ja, nee, okay, super. Also ich bin mit Donny auch echt gut. Ich werde Donny nicht drauf ansprechen, so. Und wenn da irgendwas zu mir kommt, so, dann blocke ich das ab, das ist dein Business, so, ne? Um für dich Alright. Reputation zu schaffen. Das, was halt gerade anderes passiert, da sind halt auch wieder meine, ich sag jetzt mal, meine vertrieblichen Fähigkeiten gefragt. Gibt halt noch ein paar andere Kundenträger, die halt auch ins Geschäft rein wollen, so, ne? Ja. So. Und ist halt jetzt die Frage, die haben halt jetzt gerade 20 Gramm bestellt, ob du das machst und ich jetzt einfach bloß bei unserem Kontakt mal schnell so zwischendrin 20 Gramm organisiere. Ja.
und du sozusagen derjenige welche bist und ich halt sozusagen wieder einfach deine Reputation steigere. Richtig. Oder ob die halt sozusagen das Ganze dann halt über mich kriegen. Das ist eine gute Frage. AOD. AOD, AOD. Was weißt du über AOD? Stabil, nicht stabil? Durchgeknallter Haufen, aber stabil. Also ich würde sagen, wenn man die Devils und den AOD vergleicht, dann geht der AOD eher in eine stabilere Richtung, ist nicht so laut und nicht so auffällig. Verstehe. So, und der Press ist ein ziemlicher Assi, aber mehr als interessiert an vernünftigen Geschäften. Verstehe. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Ja. Dann lass uns doch tatsächlich... Zu welchem Preis kriegen wir denn 20? Ja, das überlasse ich erstmal dir, ne? So, also die wissen halt schon von den Straßenverkaufspreisen und ich glaube, derjenige, welcher der mit denen schon mal so kurz das Ganze angeteasert hat, der hat den auch diese Einkaufspreise und so genannt. Das heißt, ja. Wäre wieder ein reines Reputationsding. Wahrscheinlich schon, ja. Aber? Ich frage mal anders, hast du denn Interesse, das zu vermitteln oder das selbst zu übergeben oder willst du dich da eher raushalten? Du, ich sag's dir ehrlich, alles, was mir Cash bringt. Weißt du? Und im Endeffekt, du musst halt sehen, wenn du halt jetzt heute schon wieder dich mit unserer Geschäftspartnerin oder Partnern triffst, steigert das natürlich, ne? Also senkt ja, sich ja. Wahrscheinlich bei dir schneller der Wert und du kannst halt, ne? Richtig. Das wäre halt die andere Sache. So, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr gegebenenfalls halt gleich auf 50 oder nochmal auf 100 hochgehen wollt, so, ne? Ich werde tatsächlich immer so bestellen, dass nichts bei mir liegen bleibt. Ich habe keine gute Lagermöglichkeit aktuell. Also, ich sag's mal so, ein Busch irgendwo ist tatsächlich immer eine gute Lagermöglichkeit. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber das, was ich natürlich auch machen kann, ist dir meinen Chef vorstellen. Also was heißt mein Chef? Im Prinzip halt so mein Pornshop-Geschäftspartner, weil ich glaube, wir sind über das Chef-Ding hinaus so. Und der Pornshop bietet natürlich Lagermöglichkeiten an, ne? Für gewisse, ne? Ja. Yeah. Da hättest du halt die Möglichkeit sozusagen den Stash zu haben, so. Und du hast halt mich. Ob die Cops das Ding irgendwann mal raiden, kann ich dir halt nicht sagen. Ja gut, Risiko hast du immer. Genau. Und das Risiko ist halt höher, wenn du es, ne, irgendwo anders. Aber das ist doch bei heutigen Lagern auch so, dass da die Möglichkeit besteht, dass sie das überfallen oder eintreten. Also, ich sag's mal so, die Wahrscheinlichkeit bei den normalen Lagern ist halt wesentlich größer, dass es sich halt einfach irgendein Bastard unter den Nägel reißt, so, ne? Weil er halt einfach gerade ein bisschen ein paar Dietriche hat und Langeweile. Ja, ich bin gleich wieder da, ich geh mal pinkeln. Bam, 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 sind wir rausgeflogen. Also ich meine, für mich ist es natürlich glaube ich besser, wenn ich Bann halt weiter pushen würde, was das angeht, damit seine Preise sinken und meine Provision bestehen bleibt, so, ne? Mörder? Bist schon tot? haben natürlich einen Hinrichtungsantrag für dich. Oh, ich weiß nicht, wieso ich auf die Idee gekommen bin, aber
Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Bronco wollte deinen Namen haben, um dich in die Crime-Fraktion mit einzutragen. Ah, das weiß ich nicht genau. Ich habe ihn tatsächlich auch gar nicht gefragt. PC springt nicht an? Wie? Wieso springt dein PC nicht an? Ach so, ja. Hast du denn die ganzen Updates gemacht, was ich dir gesagt habe? So, ne? Wie heißt es? Dein BIOS geupdatet und deine ganzen Treiber geupdatet und so? Weil das klingt auf jeden Fall, ne, nach den ganzen Treiber-Update-Scheiß, den du machen musst. Ist halt MSI, Bobby. Hast dir halt nicht das Beste ausgesucht. Ah, Kinderblase. Ja. Da waren wir alle pinkeln. Jungs? Was denn? Waren wir alle pinkeln? Nee, achso, okay. Könnt ihr euch mal hinsetzen? Danke. Also, wie gesagt, das wäre halt eine Möglichkeit, die ich dir noch offerieren kann, ne? Du besorgst dir halt einfach irgendwo eine Tasche, hängst ein dickes Schloss ran, hängst draußen irgendeinen Namen ran, an dem man dich identifizieren kann, so, und dann kann ich dir sagen, im Pornshop guckt da halt niemand rein, kümmert sich da nicht drum. Meine Sachen liegen da halt auch schon Ewigkeiten unten drin, so, und das fässt halt keiner an, so, ne? So, das einzige Problem, was du halt hast, wobei das halt auch nicht wirklich ein Problem ist, du hast halt nur mich, sozusagen, ne? Also was heißt mich und die anderen Leute aus dem Pornshop, wenn du da halt rankommen willst, ne? Das heißt, wenn dann da keiner da ist, hast du halt ein Problem, so, ne? Aber gut, wenn du halt so oder so, ich sag mal, so eine Art, wie sagt man das, erst verkaufen willst, wenn du halt wirklich selber Stash hast, hast du ja eigentlich, hast du halt immer so ein zeitliches Problem, ne? Richtig. Musst du halt gucken, was für dich besser ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es besser ist, wenn du halt 100 Gramm ankaufst. Und damit dann halt gleich sozusagen die gegebenenfalls halt im Nachgang nach der Übergabe nochmal ein Treffen mit ihr vereinbarst und gegebenenfalls halt vielleicht schon in die nächste Verhandlungsrunde gehst, wenn halt beide Treffen gut gegangen sind. Aber das überlasse ich dir. Ja, tatsächlich. Ich würde sagen, also wir werden das tun, definitiv, aber heute nicht. Heute werden wir dann die 20 ordern. Mhm. Oder halt je nach, ich weiß nicht, ob das heute oder morgen dann passieren oder wie dringlich das ist. ASAP. ASAP. Dann ordern wir das heute. Mhm. Was sind das? Beim Preis von aktuell, was waren das? 170 haben die gesagt? Ich glaube, das wären dann 170, ja. Wären es 3-4? Ja. Runden wir hier einfach wieder auf 4, würde ich sagen. Ja. Das heißt, wir müssen ja dann heute so ein doppeltes Spiel spielen. Inwiefern? Willst du als du auftauchen? Ich werde maskiert auftauchen. Ich meine gegenüber dem anderen Kundenträger, der ankaufen will. Will ich das? Will ich das nicht? Alternative 2 wäre Emanuel. Oh, nicht Emanuel. Hermano, nicht Emanuel. No, Emanuel ist Unschuldsdamm. Ja, Bobby, wenn du das nicht machst, dann wirst du das Problem immer haben, ne? Bin hier schon wieder los, was Party hier. Also ich würde wahrscheinlich so auftreten, wie ich auch bei dem Treffen aufgetreten bin. Ist okay für mich. Dann, hast du gerade Cash da?
Ja gut, dann gib mir einfach, also dann nehme ich einfach erstmal die 4 Mille mit, dann gebe ich hier gleich die Kohle so als kleinen Vertrauensvorschuss und dann sorge ich einfach nur dafür, dass sie irgendwo eine Tasche abstellen, die ihr abholen könnt. Ja, fantastisch, das klingt super. Ja, dann machen wir das so und dann gibst du mir die Kohle einfach, wenn wir uns mit dem Kundenträger treffen. Ja, klingt gut. Also bist du dabei, wenn wir uns mit dem treffen? Ja, klar, natürlich. Okay, natürlich. Alright. So, da würde ich dann noch jemand anders mitbringen, der halt nichts von dir weiß, der halt sozusagen so ein bisschen mit den Kundenträgern noch am Start ist, aber der kriegt halt von dir nichts mit, so, ne? Alles klar. Das ist halt einfach nur so ein Fairness-Ding, sag ich mal. Naja, alles gut. Das ist, da kommt halt der Typ mit dem ich halt das, mit dem ich halt das Legal Weed Biz mache, weißt du? Ach so. Legal Weed Biz? Was hab ich denn schon wieder verpasst? Ach so, scheiße, Mann. Ich werde wahrscheinlich der Erste sein, der legal Marihuana mit einer Lizenz verkaufen kann. Schön, schön. Ja, du weißt, ich bin ein umtriebiger Bastard. so richtig mit Lizenz vom Chief Justice und so, ne? Weil, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Im Gesetz steht, dass der Verkauf von Drogen nur illegal ist, wenn man keine Lizenz hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, es gibt eine Lizenz. So, jetzt sind wir kurz davor, die Marihuana-Lizenz zu kriegen, ne? Und darüber hinaus kann ich mir dann sogar vorstellen, dass es vielleicht sogar irgendwann medizinisches Koks gibt. Also eine medizinische Kokain-Lizenz würde ich ja fühlen, ne? Warte mal kurz. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Oder ist dringend? Wir hatten eine Übereinkunft. 22 Uhr. Ach so, ja, du, da hat sich tatsächlich noch keiner, bei mir gemeldet. Ich bin auch, wie gesagt, erst vor einer halben Stunde, so knapp einer halben Stunde aus dem Bett gefallen. Ja, Eiwisch, das sind Sachen, die laufen. Ich habe gesagt, vielleicht. Das sind Sachen, die müssen laufen. Soll sich mal raffen. Wenn du vielleicht sagst, weißt du? Das sind so Leute, weißt du, die hören halt immer nur einen Teil und blenden den Teil, der es vage macht, aus, weißt du? Richtig. Aber gut. Wir kriegen Besuch. Wen kriegen wir denn? Mein Lieblingspenner und noch jemand. Okay, ich gehe dann mal los, ne? Alles klar. Oh Mann. Wie gesagt, vielen Dank, ne? Dann miete ich das ganze Ding hier dann nächste Woche, ne? Okay. Ja, alles klar. Wenn sich was ändert, meldest du dich. Alles klar, perfekt, mache ich. Bis dann, ciao. Ach, schön. Bis dann. Ach, scheiße, Dude, Mann. Ja. Scheiße, wo willst du mit der Keule hin? Naja, ich habe es gesegnet. Hab das 3 Uli damit drauf. Ich muss mal ans Telefon. Ach. Hast du fertig getunt? Ja, habe ich. Hey, hallo. Nee, was? FIFA gelegt, du. Breitreifen, alles dran. Nein, ich meine nicht du. Wo steckst du? Gerade am Strand. Was? Was? Am Strand? Ja, du weißt, auch Männer, die viele Geschäfte machen, müssen mal entspannen. Okay, aber wir müssen trotzdem jetzt über Geschäft reden. Das will ich nicht am Telefon machen. Wo denn? Ich sitze im Auto. Okay, ja, dann lass uns mit Warpseits treffen. Lass Mirror Park machen. Aber auf der anderen Seite vom See, also am Mirror Park Place quasi. Keine Ahnung, wo das ist. Du meinst ja in dem Häusergebiet, wo diese alte Werkstatt ist da, oder was? Ne, lass uns Mirror Park an der Tanke treffen, okay? Mirror Park an der Tanke und dann steige ich bei euch ins Auto, so? Nee. Ich will erstmal nur quatschen, so. Die wollen erstmal nur Grundbedingungen festlegen, so. Wer denn? Na, für das Treffen. Ach so, ach die anderen, ach so, ach so. Ja, ich habe mich schon gewundert, so, weil das Ding ist, ja, genau, da wäre ich tatsächlich auch dran. Ja, gut, okay, ich bin auf dem Weg, ich eile. Okay, bis gleich. Eiwisch. Ich habe jetzt tatsächlich erst eine Rückmeldung gekriegt. Ich muss mich jetzt erstmal treffen, hinsetzen, quatschen und das Ganze aushandeln und dann kann ich dir genaueres sagen, ja? Wir brauchen Preis. Wie gesagt, ich muss das erstmal alles machen und dann kann ich dir was sagen. Ja, alles klar. Wenn ich nicht mit denen gesprochen habe, weiß ich keinen Preis. Okay, ja. Alles klar. Ist danke, Eiwisch. Bis dann, hau rein.
Ja, aber Bobby, wie gesagt, so, ich sag dir ehrlich, wenn du das nicht machst, es wird nur schlimmer, ne? Brr, Onko. Ach, guck mal, wer da ist. Was denn? Ja, ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Ich habe doch gesagt, dass ich erst gegen 22 Uhr komme. Ja. Ich bin der Pornshop, ne? Ja, okay. Ich hatte aber ein paar Liedrichen gesammelt, selber und jetzt ein paar angekauft. Okay. Wir haben jetzt 120 Stück. Kamen die anderen damit rum? Ja, die eine, die Frau da und der Typ, ja, die kam rum, hat nur 100 Stück gesammelt. Ja, perfekt, so, ne? Das ist doch geil. Ich habe zwar 200 gekauft, also 200 bezahlt pro Dietrich, ne? Aber ist das okay. Abgemacht. Ja, eben. Das deswegen. Ist so pain in the ass, das ist okay. Ja, gut, also ich sag dir so, bevor wir halt die ganze Zeit die Problematik haben, nichts nach außen geben zu können, ja, ne? Lieber so. Ja, eben deswegen. So, das ist Service-Dienstleistung. Nee, okay. Ich treffe mich jetzt noch kurz mit Dimi Koch, kurz was ab und dann komme ich rum. Das, okay. Alles klar. Rickster? Wie? Du hast nochmal angerufen? Oder nicht? Doch, irgendwas wollte ich. Ich hab's gerade vergessen. Ach so. Habt ihr wen, falls ihr mal einen Arzt braucht, wo das keiner mitkriegen soll? Nee. Also ja, doch, zur Not würde ich halt Emma anrufen, so, aber ja. Ja, genau, die macht das Gegengeld. Ja. Nee, das weiß ich. Das gut, alles nee, gut. Wollte ich nur Bescheid sagen. Wir sind jetzt gleich oben bei der von der Apotheke. Wir haben die Karte erreicht, also gehen wir jetzt gerade hin. Ja, perfekt, super geil. Super geil, ja. Aber ihr taucht da so anzugmäßig und so ein bisschen auf. Wir sind beide schon im Anzug. Boah, ich liebe euch. Ali trägt heute eine Grau-Rot-Kombo. Ich habe ihm die roten Schuhe abgeredet, weil er sah wie ein Clown aus, hat die schwarze. Nee, mir ist es einfach nur wichtig, dass ihr nicht so aussieht, als würdet ihr Scheiß erzählen. No. Okay, perfekt. Und denkt dran, lass Ali nicht reden. Nee, er hat mich angekündigt, er hat sich als mein Sekretär vorgestellt. Ja, also, sehr ich gut. Denke mal, das werde ich eh machen. Ja, sehr gut. Ali denkt mit, großartig. Apropos, ich habe auch eine Idee wegen diesem Propanolamin. Ja. Ich sag, das ist für die also wird benutzt, um den THC-Gehalt aus den Sachen rauszukriegen, ob die das dafür haben, dass man CBD verkaufen kann. Sag, dass du's mit zur Reinheitsanalyse brauchst. Oder so. Ja, irgendwie sowas. Also geh eher so in Richtung, dass du chemisch das... Chemisch halt. Genau. Ich will halt was damit chemisch machen an der Pflanze. Genau. Und dass du halt das irgendwie zur Analyse brauchst oder dergleichen so, ne? Um dann halt im Endeffekt Messwerte, ne? Vielleicht sagst du auch irgendwie sowas wie, keine Ahnung, du brauchst halt eine verunreinigte Gruppe und eine Kontrollgruppe, bla bla bla. Du findest da schon was. Ich weiß, ja, dass du... Ich glaube, wieder was aus den Fingern. Ja, das deswegen, okay, alles klar. Wenn ich gehe dann nachher noch Rocke hoch und frage auch nochmal nach. Ja, alles klar, wunderbar. Bis dann, mein Lieber. Hau rein. So. Habt ihr den extra leisen Wagen genommen? Ey, wenn ich den lauten Wagen genommen hätte, wüsstest du das, glaub mich. Ich hab mir heute einen Krieger gekauft. Oh, ja, geil. gar nicht übertrieben, Dimi, gar nicht. Also ich will behaupten können, dass unser Portfolio für die Dienstleistung von einem Emperor bis zum Krieger alles enthält. Du hast einen Emperor? Ja, ich hab einen Emperor. Oh, scheiße, Mann, ich brauche einen Emperor. Bronco hat einen Emperor. Ach so, Bronco hat jetzt einen Emperor. Ja gut, dafür hätte ich auch nur einen Emperor gebraucht.
Ja. Cool. Bronco war vorhin mit dem Emperor da und dem Pelzmantel. Ja, geil, das ist echt, also, ist ein Waschbär-Pelzmantel, ne? Lasst euch nichts erzählen. Ja, das ist okay. Also, ich habe mit den Jungs gequatscht wegen deiner Anfrage, so generell sprechen erstmal, ne? Also, ja. Weil du hast ja auch so Ansprüche und so einen Scheiß und die wollte Geschäfte mit denen irgendwie einfädeln, so. Die sind natürlich mega misstrauisch, ne? Weil die haben Probleme mit Sigi, weißt du ja. Ja. Und die sind natürlich jetzt misstrauisch, dass du denen nicht in eine Falle stellen könntest und so einen Scheiß. Ich meinte, nein. Warum? Hä? Warum? Ja. Habe ich in Ruhe gelassen, aber die haben trotzdem ein paar Bedingungen genannt. Ja, ist okay. Die suchen sich einen Ort aus. Ja. Ich fahr hin, hol dich ab, nimm dir dein Handy ab und dann treffen wir uns dort. Ja, aber wenn dann. Ich bleib auch vor Ort. Die garantieren nee, aber nee, 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 nee. Wenn dann Bronco und ich. Achso, ist auch okay. Ja, genau. Genau. Ich bin auch vor Ort, so. Das heißt, die haben hoch und heilig geschworen, dass die euch absolut nichts tun werden. Das wird auch, glaube ich, nicht gut ausgehen. Naja, dann würden sie sich aber auch mit mir verspielen, das wollen die auch nicht. Und das denke ich mir doch auch. Ja, richtig, deswegen. Also es war jetzt keine Drohung oder so, ne? Verstehe mich da nicht falsch. Ja. Bro, wir können niemanden drohen, weder du noch ich. Ja, eben. Bringt nicht viel, ne? Nee. Ehrlich, wir können mit Geld um uns schmeißen. Ja, definitiv, Mann. Genau. Ja, ist alles. Ist cool. Treffen gerne as soon as possible. Ja. Ich habe denen gesagt, also die klären jetzt irgendwas und dann rufen die mich an, sobald die ready sind und dann rufe ich dich an und dann treffen wir uns. Ja, perfekt. Ist cool. Komm mit dem Sultan, dann unauffällig schön. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wo es sein soll. Wann ist ein Sultan unauffällig? Ich sag dir so, wie es ist, wenn jeder einen Sultan fährt, dann ist ein Sultan unauffällig. Punkt für dich, Bro. Punkt für dich. Okay, dann fahre ich jetzt zu Bronco, tease mal Bronco an. Ich fahre sonst mit einem Krieger auch gerne rum, sag ich dir ehrlich. Ja, Krieger ist kein Viertürer. Ja, wir können Bronco einfach aufs Dach fesseln. Ah. Alles klar, Jungs, ich weiß Bescheid, bis später, ja? Ja, bis später. Hey Kami, hast du einen kurzen Moment, dass wir uns einmal kurz treffen können? Ja, dann kommst du zu Step City. Was? Step City. What the fuck is Step City? Bei 859. Bei 859? Ist aber in der Stadt, ne? Ja. Nee. Wo ist denn das? Sandy Shores. Step City 859. Ja gut, alles klar, dann muss ich mich beeilen. Bis gleich. Ach so. Was machst du? Ach Scheiße, habe ich dich jetzt echt beim Fappen gestört? Komm her, du kleine Sau. Nein, kleine Spaß, ich laufe gerade. Bereite dich mal mental darauf vor, dass wir gleich abgeholt werden und uns mit jemandem treffen. Mit wem denn? Ich sag mal so, unsere Freunde in Lila sind ja aktuell nicht so aktiv und Dimi arbeitet mit jemandem zusammen, der auf einem ähnlichen Niveau ist und da gab es gestern einen kleinen Vorfall mit Bobby. Und diese Los... Diese vom Casino oder hier vom... Ach, wie heißen die denn, die Typen? Galaxy. Galaxy? Ja, genau. Und mit denen wollen wir uns treffen? Mit denen treffen wir uns, ja, genau. Also, da muss ich dir auch vielleicht was sagen. Was denn?
Naja, vielleicht habe ich jemanden, der ein bisschen am Hohe, so. Hol mich erstmal ab. Ja, warte, ich muss noch kurz woanders hin. Ich muss noch kurz was abholen. Vielleicht habe ich jemanden bezahlt oder einen Auftrag, einen kleinen Job rausgegeben, bei dem mal ein bisschen, naja, vorzusprechen. Und wen? Naja, wie heißen die denn, die Jungs? Die waren ganz super. DNF oder so. Ich habe noch nie was von DNF gehört. Oder ich kann es dir sagen, ich habe bestimmt eine SMS von denen. Die sind wirklich ganz korrekt. Die kennst du, die Jungs. DBF, sorry. Keine Ahnung, sag mir nichts. Also ich kenne die bestimmt, aber ich weiß jetzt nichts mit dem Kürzel anzufangen. Okay, und hast du da eine kleine Message vom Pornshop mitgeschickt, oder? Ich habe nur gesagt, dass man keine Azubis anfasst. Kannst du das noch zurückziehen? Ich glaube, da ist noch nichts passiert. Also, ja, es wäre ganz gut, weil genau deswegen, das klären wir jetzt. Weil das wird schon gut gehen, bin ich mir sicher. Ja, die Jungs sind auf dem Niveau unserer lilanen Freunde unterwegs. Meinst du? Ja, also wenn Dimi das sagt, auf jeden Fall. Ach, was soll da schon schief gehen? Also. Irish, hierher. Gut, also werde ich jetzt abgeholt oder nicht? Oder muss ich mich umgehen? Ich komme gleich. Wie gesagt, ich bin jetzt hier noch kurz am Telefon. Hast du es gehört? Ich bin noch kurz am Telefon. Ich treffe mich jetzt hier noch gerade mit jemandem, hole noch was ab und dann bin ich gleich bei dir, ja? Okay, bis gleich. So, dann komm mal mit. Wo geht's denn hin? Hätte ich da nicht parken sollen? Ach, ich denke, das, was du anhast, reicht. Warte mal, ich habe gefragt, ob ich da nicht hätte parken sollen und packen. Du sagst... Also ich habe packen verstanden. Das musst du nicht, wir verreisen nicht, wir bleiben hier. Hätte ich da nicht parken sollen und du sagst... So, dann einmal da rein bitte. Ja, Entschuldigung. Ja, ich muss manchmal ein bisschen... What the fuck? Hola. Oh Gott. Krass, ne? Ja, das, ich sag's euch ehrlich. Respekt. Respekt, das ist ein cooler Auftritt. Was ist denn das hier für ein Ort? Ja, das ist Dev City. Okay, alles klar. Oh Gott, ja, okay. Hier könnte man sich öfters unterhalten. Definitiv. Finde ich es gar nicht schlecht. Ist wirklich gar nicht schlecht. Ich bringe tatsächlich auch nur frohe Kunde. Bin gespannt. Ich bringe dir Geld. Relativ simpel. Also ich habe tatsächlich jetzt zwischendrin nochmal mit unserem Freund gesprochen. Und unser Freund ist tatsächlich heute schon wieder daran interessiert, schnell mal 20 mitzunehmen, sage ich jetzt mal. Und 20 Gramm. Genau. So. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt sozusagen so ein bisschen unser Vertrauensverhältnis, ne, untermalen wollen, gebe ich dir jetzt einfach mal das Geld vorab. Mhm. Oder wird das jetzt hier ein Gespräch, bei dem ich dir hätte noch kein Geld geben sollen? Weiß ich nicht. Na gut, jetzt ist es zu spät, ne? Richtig, aber aus Fehlern lernt man, Irish. Ach, scheiße, ist nicht dein Ernst. Ja, und wie soll das mit den 20 Gramm ablaufen? Sollen wir die gleich irgendwie beschaffen, irgendwo hinbringen? Also ich sag's euch so, ihr könnt mir Bescheid sagen, wo ihr die an dieselben beiden Typen wie gestern übergeben wollt und dann mach ich das einfach nur klar, leite das weiter. Weil wie gesagt, ich glaube, wir haben ja jetzt aufgrund der ersten Geschichte schon ein ganz gutes Verhältnis so und Ja. Haben wir das? Haben wir das? Haben wir das? Also, ich würde sagen, ich habe versprochen und geliefert. Mhm. Oder nicht? Ja, Irish, ich wollte auch mit dir reden, tatsächlich. Ach, schön, okay. Bist du alles zu Ohren gekommen? Ja, erzähl doch mal. Ah, gut. Ah, nee, das ist ein doofer Stuhl. Ja, alles klar. Gut, dann komme ich mal hier rüber und stelle mich mal ein bisschen dichter ran. Was ist dir denn zu Ohren gekommen? Ja, etwas, was mir nicht wirklich gefällt, Irish. Ach, scheiße. Ach, deswegen stehen wir hier drin. Was ist denn? Willst du, sind das Schweißperlen auf deiner Stirn, Irish?
Noch nicht. Nee, eigentlich habe ich nichts. Alles cool. Alles cool. Der Aufwand hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich lieb's. Oh, scheiße. Ich habe gerade echt schon gedacht, irgendwer hat irgendeinen Scheiß erzählt und ich müsste jetzt hier irgendwas gerade bügeln. Ist das asozial? Ja, war gut. War gut. Hm. Genau, also ich sag's mal so, das war ja die andere Sache, die ich am Telefon noch kurz angekündigt habe. Also es wollen halt auch noch andere Kundenträger ins Geschäft. Ja, sag's mir welche. Also ich sag mal so, wir kennen uns auch mittlerweile so gut, dass ich gewisse Sachen sage und gewisse Sachen nicht sage. Mhm. Willst du es wissen? Ha? Der AOD. Aha. Das habe ich mir gedacht, dass das als Reaktion kommt. Aber ich sag's euch so, Money Talks und ich höre zu. Und ich habe mir was überlegt, um ein bisschen mehr Distanz zwischen uns zu bringen. Ja. Also und auch zwischen euch und zwischen den AOD. Dass ich halt im Prinzip euch das jetzt einfach sage, dass die in das Geschäft rein wollen, ja. Und wir es einfach so machen, dass, ich sag mal, unser beider Geschäftspartner, mit dem wir gestern schon erfolgreich Dinge getan haben, sich sozusagen um den AOD kümmert. Außer ihr habt damit maximale Probleme. Und der AOD kann dann... Was? Wie um den AOD kümmert? Naja, der AOD kann dann halt von unserem Geschäftspartner Koks kaufen. Weißt du, so ist halt mehr Distanz dazwischen. Ich tauche halt einmal auf, stelle einen Kontakt her und verschwinde wieder. Spricht da für euch irgendwas dagegen? Also, wenn wir da was unser Kontakt mal mit seinem Koks machen, wem er das gibt, das ist ihm überlassen. Ne? Von daher stört mich das jetzt nicht. Ne, es kann ja sein, dass da irgendwelche Arten von Rivalitäten herrschen oder so und ihr sagt so, fuck that. Wie gesagt, so. Das haben wir ja schon bei dem Gespräch mit dem Kontaktmann gesagt, auf der Straße, den wollen wir jetzt nicht, wenn die das auf der Straße ticken oder keine Ahnung was, sollen die das machen. Genau, solange unser Geschäft mit den Großabnehmern bestehen bleibt und mir da keiner in die Quere kommt, haben wir auch erstmal keine Probleme. Richtig, genau. Und so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist das jetzt einfach nur mal klein zwischendurch. Und wird wohl die Woche tatsächlich noch was Größeres kommen wieder. Ja. Das ist auf jeden Fall der Plan. Aber ne, ihr müsst ihm halt auch noch einen kleinen Moment geben, sage ich jetzt mal, um sich so ein bisschen auf diese Situation jetzt einzustellen. Ne? Mhm. Deswegen, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich tendenziell gegen Ende der Woche irgendwie dann wieder größer wird. So, und ich gehe davon aus, dass es dann nochmal größer wird. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel versprechen, dementsprechend. Ja, aber die 20 Gramm wollen sie heute haben, richtig? Genau, genau. Also die, okay. 20 Gramm könnt ihr auch meinetwegen, keine Ahnung, so machen, dass ihr, was weiß ich, irgendwo eine Tasche hinbringt, so, ne, euch da ein bisschen in der Nähe aufhaltet. Ich sag ihm einfach, wo die Tasche ist und ihr seht einfach nur zu, wie die Tasche eingepackt wird, so, da ist dann auch gar kein Gespräch mehr vonnöten oder so. Hat er denn auch zeitnah gleich Zeit direkt, oder? Mhm. Ja, ja, definitiv. Er hat mir, glaube ich, vor, lass mich kurz lügen, er hat mir vor 14 Minuten geschrieben, dass er noch 10 Minuten braucht, weil er noch kurz aufs Klo muss. Ja, also okay. Dementsprechend könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt vorbereiten, sucht euch einen Ort aus, sagt mir Bescheid, ich schicke ihn dahin. Und wie gesagt, also müsst ihr jetzt auch kein persönliches Gespräch machen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja. Ja, alles klar. Dann, ich habe noch einen Termin. Wenn ihr nichts mehr habt, muss ich schon wieder los. Die Nummern von den Ballers eventuell, ne? Ach so. Ja, warte. Stimmt, ja, klar. Ich habe jetzt, warte, ich glaube, also, die hier auf jeden Fall ist vom OG. Wer ist der? Yang Zi. 774240. 774240. Genau, Yang Zi. Okay. Und dann habe ich noch Steve.
Und ich bin der Meinung, dass Steve auch zu dem gehört, aber du rufst ja sowieso alle mit unbekannt an, deswegen ist das egal. Das ist 668722. Und es gibt noch eine Nummer, die kann ich dir später nochmal schicken, die ist von Otis, aber die habe ich nicht gespeichert. Ja, okay. Gut, danke schön. Ja, alles klar. Wenn ihr sonst noch irgendwas braucht, sag Bescheid, ne? Ja, du auch. Alles klar, bis dann. Haut rein. Haut rein, Leute. Rein, coole Nummer hier übrigens. Ich hab mich gerade fast angepisst. Ist vorbereitet. Ja. Wird wahrscheinlich diesmal ein kleines bisschen anders ablaufen. Wahrscheinlich wirst du diesmal einfach nur zu einer Tasche fahren und die sind ein bisschen auf Abstand und gucken einfach nur zu, um so ein bisschen so diese Kontaktgeschichte, ne? Also dass man sich halt nicht direkt trifft und da zufällig irgendwie jemand reinprescht, zu, ja, unterbinden. Und aktuell bin ich ja für dich in Vorkasse gegangen, das heißt, du hast dann gegebenenfalls auch keinen Verlust, aber fick mich nicht, Mann. Wie soll ich das tun? Naja, wenn du mir sagst, die Tasche ist leer. Ach, um Gottes Willen. Nee, glaube ich auch, nicht wegen 20. Ich habe jetzt, wie gesagt, nee, absolut nicht. ich habe jetzt noch einen Termin zwischendrin. Ja. Und würde mich, also ich, wie gesagt, ich schreibe dir einfach nur eine kurze SMS irgendwie mit einer Postleitzahl oder ruf dich kurz an, wenn es genauer sein muss. Und würde dann danach sozusagen das andere Treffen organisieren. Ja, fantastisch, das klingt gut. Alles klar, okay, bis später, mein Lieber. Bis später, mach's gut. Was geht, Finchi? Gar keinen Bock drauf. Naja, gut, Streifenkopf ist jetzt auch nicht unbedingt immer so spannend, ne? Hast du ja bei Walsh damals auch viel gesehen, so. Das kann ich schon nachvollziehen. Wird halt erst spannend, wenn man in irgendeiner Art und Weise Doha und sowas alles dann, ne, mitmacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du dich da gut anstellst, schaffst du es da auch rein. Wo bist du und wo sind unsere Autos? Ich war gerade bei Vito im Pizza essen. Ach so, ah ja. Ich bin gleich da, 2 Minuten. Ja. Ja, lass dir Zeit.
Ah, endlich mal ein Wagen, der aussieht, als gehört er zum Pornshop. Ja, du hast geil. Wo willst du denn hin? Wir haben Business zu tun. Was haben wir? Ja, wir denken, wir haben gleich den anderen Termin noch, ne? Nee, wir haben gleich ein richtiges Termin. Wie? Dazu. Sigi hat mich angerufen. Hast du eine Knarre dabei? Ja, aber denk dran, wir haben gleich die andere Nummer noch, ne? Ja, hör mal zu. Ja. Vielleicht kürzen wir das vorher ab. Naja, Sigi trifft sich jetzt mit diesen Typen. Mit diesen, wie heißen die denn? Diese Galaxy-Typen. Ja. Und die wollten dich irgendwie schon vorher in eine Falle locken oder so, ne? Die wollten mich vorher in eine Falle locken. Ah, ja, gut. Gott. Ja, vor allem Rakete mit der schlechtesten Latenz. Also ich sag's dir so, ich sitze halt so ungern bei ihm im Auto, weil halt immer irgendwelche weirden Situationen passieren. So übel immer. Also wirklich... Ja, ja, dir auch. Dir auch. Dir eindeutig auch. Aber Brinksy, das Problem ist, ne? Wollte ich dir nochmal sagen. Also, es kann dir niemand remote dein BIOS updaten, ne? Dafür musst du halt wirklich ins BIOS selber reingehen, um das zu machen. Und das ist halt im Prinzip auch nicht schwer. So, ne? Also, ich kann dir halt irgendwie über einen Discord-Telefon-Call zur Verfügung stehen für die ganze Sache, so. Aber machen musst du das im Endeffekt halt selber so, ne? Kannst mir halt irgendwie, was weiß ich, mit der Kamera einen Bildschirm abfilmen oder so. Dann kann ich dir ein bisschen erklären, wie das geht. Aber du hast ja auch die Anleitung. Und Brinksy, ich sag dir, wenn du es nicht machst, wird es nur noch schlimmer. Zumal dein BIOS schon locker 2 Jahre nicht geupdatet wurde. Ich will dir jetzt natürlich auch keine Angst machen, aber ja, eben ist es mit dem MSI-Board auch. So, stopp mal, bevor wir jetzt irgendwo hinfahren, erklär mir mal bitte, was du jetzt vorhast. Also, diese Galaxy-Typen, ja? Ja. Die wollten Sigi gerade auch noch in eine Falle locken, so, oder? Die irgendwie, ja, bla bla bla, jetzt wollen die sich treffen. Ja. Und könnte heiß werden. Er hat sie doch vorgeschlagen, wenn wir auch was zu klären mit denen haben, dann fahren wir jetzt so. Das Ding ist, die wollen sich mit uns genau so treffen, um sicherzugehen, dass wir nicht mit Sigi zusammenarbeiten. Ja, aber wir fahren jetzt einfach hoch und knallen die Typen weg. Warum? Weil sie unseren Scheißpraktikanten Azubi überfallen haben. Und dann willst du jetzt einfach Typen wegknallen? Ja, einfach so, Buben. Ist der Kopf explodiert, wie eine Scheiße. Ja, okay, nee, dann lass mich hier raus, Mann. Da bin ich nicht dabei. Nein, aber was willst du denn sonst machen, ne? Ich werde mich... Bronco, Mann, soll ich dir was sagen? Ich bin daran interessiert, Geschäfte zu machen. Ich bin nicht daran interessiert... Mit denen Geschäfte zu machen? Mit diesen Idioten? Ich weiß noch nicht, ob das Idioten sind. Das sind super die Idioten, die ich kennengelernt habe. Das sind die größten Schlagköpfe, die ich hier getroffen habe. Ja gut, warte mal, ich muss mal kurz ans Telefon. Ja, bitte? Ami hier.
Ja. Macebank Arena Parkplatz. Okay. Und ihr persönlich oder eine Tasche? Tasche. Okay, und hast du es ein bisschen genauer für mich? Es gibt ja zwei, es gibt ja einen unten und einen direkt an der Macebank. Der eine, der ein bisschen runter geht. Also da 22a oder 22b? Mio. 22a, okay, gut. Dann schicke ich die da jetzt hin und ihr behaltet das so ein bisschen noch im Auge von der Ferne aus. Ja. Wundervoll, alles klar, er fährt los. Macebank Arena, Parkplatz 22a, Tasche. Am besten jetzt losfahren. Alles klar. Wie gesagt, die halten ein Auge drauf. Ja, genau. Okay. Alles klar, bis dann, ciao. Bis dann. Ja, bitte? Kurzer Zwischenstand, die sind dabei, haben Bock drauf, ja. Haben sich die Fragen selber schon gestellt, wie das abläuft, wenn ja. Da jemand Rezepte hat und so. Ja. Dieses Popa irgendein Gedöns haben die auf keinen Fall. Okay. Aber die wissen auch nicht, wo man sonst kriegt. Aber okay. Auf den Rest haben sie Bock, sind sie sofort dabei. Ja, perfekt, wundervoll. Das ist doch cool. Wunderbar. Dann kannst du HW anrufen, kannst HW da auch schon mal einen Zwischenstand geben, wenn du willst. So, und, mach ich. Genau, und dann kannst du ja mal gucken, vielleicht hat HW da noch was anderes mit denen vor. Mach ich. Alles klar, bis dann. Ciao. Was machen wir jetzt? Wir warten dann wohl, wa? Worauf? Also ich mein, fahr da gerne hin, knall mit denen so, ist okay. Nee. Also, weißt du, warum ich mich mit denen treffen will? Ja, aber du wirst es mir gleich sagen. Sigi braucht unbedingt 2 Kilo Paste. Mhm. Und die haben 2 Kilo Paste. Und da hat Sigi gerade einen großen Druck. Und je früher wir es schaffen können, da in irgendeiner Art und Weise was zu organisieren, desto schneller helfen wir Sigi nach vorne. So, und sind das wirklich solche Vollidioten? Keine Ahnung, müssen wir uns selber ein Urteil bilden. Aber bedenke auch eine Sache, ne? Wenn du gebastelt wirst von den Kopf der Drogenscheiße, ja, und das aus dem Pawnshop zurückfällt, sind wir den Pawnshop los. Ja, klar, logisch. Deswegen bin ich ja auch niemals da und hab irgendwas in der Tasche. Alles wegen diesem scheiß Idioten Bobby. Ja gut. Es war jetzt nur so dahingesagt, ja. Ja, du, ne? Also wir wissen, dass Bobby sowieso an allem schuld ist, was bei uns im Laden passiert, ne? Echt mal, was für ein Idiot. Echt, wirklich, geht gar nicht. Wir sollten ihn mal irgendwie wirklich aufs Internat schicken. Was hältst du denn davon? Wir geben mal einen Auftrag raus, Bobby einpacken zu lassen, um zu gucken, wie er dicht ist. Meinst du, ob er sich in den Hosen pinkelt? Dann würde ich sagen, ist ich nicht. Und ob er was sagt, weißt du? Ach so, meinst du das? Ja. So irgendwie sowas mit Schneidezähne ziehen lassen und so. Stottert er nicht nur, dann lispelt er auch. Für so einen Spruch kommt man in die Hölle. Ja, stimmt. Aber gut. Also bin ich ja sowieso auf dem besten Weg hin, ne? Du ja, das kann ich dir auch sagen. Ja, du nicht, oder was? Ich nicht, nee. Ich bin nett. Ja, ja. Warte mal, habe ich nicht gestern genau das Gegenteil gehört? Dass ich zu nett bin und du der Böse von uns? Ja, aber ich bin zu Bobby nett. Ach so, ja, ich bin doch auch zu Bobby nett. Ja. Wie? Ja,
ganz gut aus. Ja. Scheiße. Nur Probleme. Ja gut, aber wenn Sigi die jetzt wegknallt, dann wird das heute sowieso nicht mehr, ne? Dann. Ich weiß nicht, ob er die wegknallt. Da bin ich mal gespannt. Ich bin eher gespannt, ob die Leute, die ich beauftragt habe, sie wegknallen. Ja gut, ne? Weiß ich nichts von. Ich bin eigentlich kein großer Fan von überhaupt einer Schießerei, sag ich dir ganz ehrlich. Es klang aber eben gerade ganz anders. Nee, ich habe auch schon gesagt, dass ich da eigentlich keinen Bock drauf habe. Ich müsste das natürlich auch mal schreiben. Ja, ist im Endeffekt ja auch nur positiv für Sigi so, ne? Aber ich sag's dir so, wenn das wirklich solche Vollidioten sind, so, dann versuche ich es halt einfach nur so zu drehen, dass die, dass wir den Scheiß kriegen, den Sigi braucht. Und, Aber dann würde das doch jetzt quasi mit denen selber klären, oder nicht? Ja. Merkst ja, wie viel die klären können. Außerdem, wenn Sigi das mit denen selber klären kann, dann fällt ja unser Bonus weg. Oh, also worum geht's da eigentlich? Um welches Business? Ich denke schon, ja. Ich kann dir dazu jetzt nichts Genaues sagen. Also ich bin mir nicht sicher. Aber was ist mit diesen Los Muertes? Inwiefern? Was ist hier an das Ding? Also, pass auf, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ja? Du darfst mit Sigi niemals darüber reden, dass da irgendwas in der Richtung läuft. Warte mal kurz. Ja, bitte. Hallo? Wurde ja. Jetzt abgeholt, lief alles gut. Ja, wundervoll, alles klar, weiß ich Bescheid. Danke dir für die Rückmeldung. Bis dann. Ja, adios. Ciao. So, weil das Ding ist, ich habe Sigi gegenüber halt dicht gehalten, habe davon nichts gesagt, so. Und Sigi hat sich, beziehungsweise ich habe ihr halt den Tipp gegeben, dass sie sich mit Sigi mal zusammensetzen sollte, so. Und sie hat sich halt dafür entschieden, das nicht mit mir zusammen zu machen, um halt sozusagen die Verbindung zwischen uns beiden einfach unbestätigt zu lassen, so. Ich habe Sigi gesagt, dass mein Geschäftspartner sich nicht mit ihm treffen will und sie hat sich im Endeffekt mit Sigi getroffen und hat das dann mit Sigi geregelt, so. Und die haben jetzt irgendeinen Deal gemacht, so, keine Ahnung was. Stone, was ist, wenn ich dich wegdrücke? Das ist sehr wichtig. Was? Ob ich was zu tun habe? Aceton? Puh, keine Ahnung, muss ich nachgucken, warum? Warte, ich rufe dich gleich mal zurück. Für 2000 Dollar sagen wir ihm, wo er es kriegt. Auch Schwefelsäure. Okay, für 2000? Ja, kannst auch mehr sagen. Okay. Ist mir egal. Ja, du weißt ja wo, ne? Nee. Achso, okay. Wo denn? Oben in der Apotheke. Was braucht er davon? Wie? Also was braucht er dafür? Naja, muss die Leute anrufen, muss dir eine gute Story erzählen, so, ne? Ja, bitte? Du kannst einen Treffpunkt ausmachen.
Ja, dauert wo, noch. Wo sollen wir uns treffen? Dauert noch einen kleinen Moment, ne? Ich weiß nicht, wie lange bist du noch da? Ich bin noch einen Moment da. Ja, okay, gut. Schon. Dann ich muss noch was anderes erledigen, ja? Alles klar. Bis später. Alles klar. Bis später. Ja, wie denn? Nee, brauchst du nicht. $3,000? Was willst du denn machen? Du willst bestimmt das scheiß Auto nicht waschen, oder? Halt dein dummes Maul, Stone. Ich weiß genau, was du damit vorhast. Mir ist mir da auch scheißegal. Ich bin oben bei dem Klamottenladen. Komm her, bring 5K mit, dann sag ich's dir. Im Klamottenladen hier im Norden der Stadt. Mit dem Boot. Scheiße. Ich sag's dir, dann bist du mir 5K schuldig. Du musst bei der Apotheke anrufen. 520. Ja, 520, die da arbeiten, denen eine gute Geschichte erzählen. Da kriegt er auch schon. Hör zu! 520. Das ist die Apotheke in Palito. Das ist die Apotheke in Palito. Und dann erzählst du eine gute Geschichte, kannst du, also bist du eh Märchenonkel. Und dann kriegst du da, was du bedarfst. Ja, auch Schwefelsäure. Auch Schwefelsäure und so, hm? Ja, ja, leck mich. 5K. Ja, ja, weißt du. Holen die uns ab? Ja, naja, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass er sich gerade mit Sigi trifft, wird das wohl dauern, ne? Hm. Ich gehe mal davon aus, das dauert noch, wenn ich noch nichts von dir gehört habe. Ich weiß es nicht, ich nehme es an, ja. Ja, okay, gut, alles klar. Das heißt, ich kann noch was anderes zwischendrin machen? Ja, würde ich mal davon ausgehen, ja. Ja, okay, gut, dann mache ich noch was. Nach, aber ich kann es dir nicht sagen. Dann mache ich noch was anderes zwischendrin, so, ne? Dann sollen sie sich vielleicht darauf einstellen, dass wir 15 Minuten irgendwie brauchen, bis du mich einsammeln kannst. Okay, das könnte alles klar. Du, ihr habt ja auch gewartet. Ja, ja, eben, alles klar, hau rein. Gut, so, dann gehe ich jetzt nochmal schnell eine andere Sache anstoßen. Was für eine andere Sache? Ich sorge dafür, dass der AOD von meinem Zwischenhändler Koks kaufen kann. AOD. Sein Kokain so begehrt, oder was? Ich würde sagen, es gibt gerade nur einen, der, ne, will. Der kaufen würde, was? Der verkauft. Ricky, tust du mir irgendwann gefallen? Ich würde sagen, wir machen das jetzt mit dem AOD. Mhm. Du musst mich oben mal beim Klamottenladen abholen. Ich kann dich auch irgendwo hinfahren. Nee, ist okay. Ich werde irgendwo hingefahren. Ist alles gut. Okay, ich rufe mal kurz bei Payne an, genau, dass die da Bescheid genau wissen. Dann sorg du für einen Treffpunkt, treff du dich da mit dem, ich komme mit dem Geschäftspartner hin und fahre mit dem Geschäftspartner wieder weg, ja? Okay, alles klar, so. Bis dahin, ciao. Sag dir, wann kriege ich einen Anruf? Mein Termin verschiebt sich, hat sich nicht verschoben, beziehungsweise hat sich verschoben. Ich würde dich gleich einsagen. Nehmen wir die mal mit. Passt das? Ist mir egal. Das ist deine Entscheidung. Ja, nehmen wir mit. Alles klar. Wo? Ich sammle euch ein. Sag mir einen Ort, wo du eingesammelt werden willst und dann sammle ich dich da gleich ein. Großer Friedhof, Parkplatz. Der große Parkplatz. Wo ist der? Überhalb von 5160. Ja. Kirche. Ja. Ist der große Friedhof. Ja, okay, alles klar. Und da ist ein Parkplatz direkt, oder was? Ja, da ist ein großer Parkplatz. Ja, finde ich schon. Einfach. Alles klar. Wie gesagt, machen wir so entspannt 5 Minuten und dann weiß ich gleich Bescheid, ja? Alles klar. Bis gleich. Weißt du, irgendwann kriege ich einen Anruf, dass sie dich in irgendeinem scheiß Graben gefunden haben. Ja, wahrscheinlich. In einer Mülltonne oder so. Aber, ne? Ich bin Rock'n'Roller, Mann. Rock'n'Roller, du bist scheiß Ire. Ja, scheiße, Mann, ich bin irischer Rock'n'Roller, Mann. Und du weißt, wie ein Rock'n'Roller stirbt, ne?
Mit dem Schwanz in der Hand und der Schlinge um den Hals. Wo kommst du jetzt, oder was? Und Partnerlook ist heute unser Ding? Finde ich ein bisschen geil, muss ich sagen. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Also du musst den Emperor wirklich nochmal checken lassen, ne? Weil der Fahrersitz knarrt echt krass. Ja, ist vielleicht schon ein alter Sitz, wer weiß, weißt du. Ja. So, wohin? Einfach zum Pawnshop, ich brauche nur meinen Wagen. Wieso, wir fahren doch mit dem hin. Wie, du willst mitkommen? Du musst mich auf sowas ein bisschen vorbereiten, ja? Sagst du, wohin? Zum Pawnshop. Wir holen meinen Wagen. Wir nehmen den Emperor. Wir fahren Stiefel. Verdammte Scheiße, wir holen meinen Wagen. Wir fahren in den Emperor. Viel Stiefel. Alter, das Ding ist, man. Du kannst nicht. Du musst mich darauf vorbereiten, dass ich die anderen Leute darauf vorbereiten kann. Ja, die wissen, dass ich zu dir gehöre. Ja, aber du. Die wissen nicht. Wo? Warte kurz. Ja. Wohin? Warte kurz. Ich muss erst noch eine Rückmeldung kriegen. Das Problem ist, ich muss denen halt Bescheid sagen, dass du dabei bist. So, deswegen park irgendwo oder fahr zum Pawnshop oder so. Ja, also wir müssen Richtung Pawnshop deswegen. Hast du wieder Angst, dass ich das Ding versaue, oder was? Nee, ich habe keine Angst, dass du das Ding versaust. So, bloß das Ding ist, die haben alle nur mit mir zu tun. Das ist das Problem. Ja, die sollen sich nicht einheulen. Okay. Ich kenne garantiert jeden, den ich mich habe. Ich habe ihm Bescheid gesagt. Er kommt jetzt zum Observatorium hoch, bringt die Kohle mit. Okay. Er hat jetzt gesagt, treffen wir uns da und machen das da. Ja, ist okay, ist okay. Los. Ja, alles klar, okay, gut. Ich habe jetzt angepeilt in 15 Minuten, weil die Sandy-Shows waren, aber ich denke mal, die sind früher da. Ja, gut, alles klar, okay. Nee, wir können da ja auch noch einen kurzen Moment chillen, das ist kein Problem. Genau. Wunderbar. Bis gleich. Gut. Ich hab keine Angst, dass du da was versaust. Bloß das Ding ist, ich habe diese ganzen Sachen angeleiert. Und die haben halt bisher immer nur mit mir in diesem Bezug gesprochen, weißt du? Weil du ja mit sowas nichts zu tun haben wolltest. Mann. Was ist Stone? Ah. Okay. Ich würde dich gleich abholen. Seid ihr schon vorbereitet, wenn ich euch abhole? Ich hole euch mit meinem Geschäftspartner ab. Warte, was brauchst du? Das heißt jetzt um 10. Genau. Ja, jetzt gerade schon. Ne? Okay. Wir gehen schnell zur Karre. Perfekt, genau. Wir, wie gesagt, so, ne? Also, ich bin gleich da und dann fahren wir da zusammen hoch, ja? Ich sehe rein gar nichts. So, und was ist jetzt mit. Du brauchst Dietrich, okay. Ja. Yeah. Keine Ahnung, ich glaube ja nicht. Ja. Also kann sein, dass du irgendwo, wenn du irgendwo einbrichst, dass du alles da tun kannst. Dafür das bestimmt, aber musst halt Glück haben, ne? Fahr durch zum Friedhof. Scheiße, nein! Was glaubst du, dass ich mit denen da privat befreundet bin, oder was?
Ja, vielleicht entweder bedrohst du sie oder du rufst halt ihre Chefin an, ne? Aber es ist halt auch schon spät, ne? Rechts, ja. Ja, wozu brauchst du den Aceton? Hängt dein Leben von ab, oder was? Du hast da was ganz Heißes. Was hast du denn ganz Heißes? Hm? Was ein bisschen Paste, okay. Oh ja, wow, er hat ein bisschen Paste. Okay, aber mit der Paste, da kommst du noch nicht weit in Aceton. Doch, doch. Er kann so ein billiges hier Parkplatz. Ist das der große Parkplatz? Ja, fahr darauf. Sammeln die beiden Typen ein. Ja, wie gesagt, ich hab's dir gesagt. Alles klar, ja? Da bei dem Wagen. Ich hab grad keine Zeit. So, bis dann. Ist das normal, dass die... Ja, ist es. Spring rein, Jungs. Andere Seite. Ja, und dann fahren wir hoch zum Observatorium. Den habe ich in seinem Auto sitzen, ich meine, keine Ahnung. Freunde. Freunde? Ja. Und die reden nicht, oder? Doch, eigentlich reden die. Nur, wenn es notwendig ist. Ganz genau. Ihr seid niemals echte Russen. Okay. Aber mehr, da klinge ich wie Russe? Was soll das? Oh, verdammt. Ah ja, ich stelle keine Fragen. Hey, wie schwer ist das? Freunde, habe ich dir doch gesagt. Freunde, was hast du für Freunde? Ja, ich habe Freunde, die gerne Masken tragen. Scheiße. Hey, wir roben für Maskenball. Wir kommen gerade von, genau, Maskenball. Genau, Übung. Okay. Ja. Maskenball. Ist ja nichts weiter dran. Hey. Richtig. Irgendwann Irish haben wir hier ein riesiges Haus. Ja, dauert nicht mehr lange, ne? Wenn es weiter so gut geht. Ja, ich meine, mittlerweile steigen irgendwelche gruseligen Typen mit Masken nachts in unser Auto. Ich glaube, wir landen in irgendeinem Graben oder so. In irgendeiner scheiß Tonne mit Säure drin. Mhm. Oh, das wird gruselig sehen, ist nur eine Kopfsache. Sie mussten einfach denken, dass wir nicht gruselig sind. Dann ist das in Ordnung. Ach, Jungs, alles gut. Ich habe immer meinen Guardian Angel dabei, weißt du? Oh, sieh. Was für ein Kaliber? Glaub mir, das macht auch die bösen Männer kaputt. Oh, sieh. Klingt sehr schön. In Fachkreisen auch Peacemaker genannt. Oh. Das ist quasi das Licht, das das dunkle Tal erleuchtet. Ja. Oh. Der Hirte, der die Schäfchen zurückbringt. Reden Sie weiter. Das klingt interessant. So wandelst du auch im finsteren Tal, mein Junge. Links. Da drüben, oder was? Sieht mir ganz danach aus, ja. Na, Penny, du Wichser. Ach du verfickte Scheiße, ey. Ich hab ja mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ja. Ich sag dir, du unterschätzt den Pornshop. Darf ich vorstellen, unsere Geschäftspartner, ja? Der unterschätzt den weiß. Pornshop nicht. So. Ja. Sie hat ein Interesse. Ich hab ein bisschen Interesse, ja.
Und kleinere Menge erstmal zum Probieren, oder? Ja. Wie das so ankommt. Oh, sieh, gute Idee. Ja. Was sagen Sie, was haben Sie sich gedacht, was Sie dafür zahlen wollen? Oh, ich habe so ein bisschen mich umgehört und... Also, ne. Naja, ich sag mal so, $170. $170. Ja, pro Gramm. $170. Also ich würde das sagen, wir machen 180 muss ich machen. $180 musst du machen. $180 muss ich machen. Na, pass auf, dann machen wir 180, um so ein bisschen das Vertrauen aufzubauen. Wie genau. Also Vertrauen musst du verstehen, normalerweise ich mache 200, aber du willst nicht so viel, du willst probieren, ist okay. Ich mache 180, ja. Das passt. Wenn wir denn, wenn das alles gut läuft und werden wir auf jeden Fall eine größere Menge abnehmen. Okay, das klingt sehr gut. Ja. Oh, fantastisch. Super. Also kann einer von euch Kopf rechnen? Immer noch, ja. Ja. Wir hatten von 20 Gramm gesprochen. Ehrlich gesagt? 1600. Genau. Wir können das dir gerne darüber geben. Der bestätigt mir das. Und ich gebe die Ware. 20 Gramm war früher ein guter Abend. Ich war gerade kurz. Was? Was? Was ist das? Ich sagte, Sie können das Geld gerne darüber geben. Ja, wo waren wir stehen geblieben? 3,6. 3,6, alles klar. Wo soll ich es hingeben? Oh, dem hübschen Herrn mit der Glatze. Dem Irish. So hübsch ist er nicht mehr, richtig zu sein. Ah, ist schon hübscher. Ist ja auch subjektiv, sagt man immer. Ja. Sie? Bezüglich deiner Tätowierergeschichte habe ich leider noch gar keine Feedback gekriegt. Also das letzte Mal, dass ich den gesehen habe, ist schon ein bisschen her. Nicht, dass du denkst, ich hätte mich nicht drum gekümmert. Okay, dann sind wir... Das passt? Das passt, absolut, ja. War das klar, dann wollen wir doch auch die Kunden glücklich machen, ne? Ja. Genau, und Payne, für nächstes Mal für dich, ne? Ist jetzt die erste Nummer, wo sich Geld und Ware einmal treffen. Ansonsten passiert das nicht mehr, ne? Natürlich, so wie es immer eigentlich sein sollte. Genau. Okay. Großartig. Genau. Fantastisch. Wie wollt ihr weiterverfahren? Bin ich euer Mittelstück, sage ich jetzt einfach mal, das euch verbindet? Nee, ich würde sagen, wir bleiben dabei. Okay. Und sobald mehr läuft, sehen wir weiter, ja? Dann melde ich mich bei dir, Irish. Mach das. Viel Spaß damit. Das. Alles klar. Schönen Abend noch. Bye, bye. Gut, ist glaube ich auch erstmal für den Anfang gut, wenn wir das so weiterlaufen lassen. Ich würde das immer so weiter. Ach, verdammt, wir sind ja weg. Ah, verdammt, nein, doch nicht. ihr seid doch keine Russen mehr. Natürlich, ich bin Mexikaner. Wer meinst du, ich bin blöd, das weiß ich nicht, Mann. Ja, du stellst das mit Russen gleich. Ja, also habt ihr den Russen gemieden, nicht? Ich verstehe hier nichts. Ich auch nicht. Bin jetzt einfach wieder ein Mexikaner. Sí, ja. Sind wir uns da einig? Ja. Sí, hermano, sí. Sí, hermano, sí. Oh, wenn ich doch einmal dieses Wort hermano hören muss, ey. Scheiße. Okay, ich sag jetzt amigo. Hallo? Oh. Hast du den Wagen abgewürgt, oder was? Ja. Ja, gut.
Sag dir, Sprung macht mich fertig. Gramm, scheiße, man, das war früher ein guter Bandabend. Oder gebe ich dir recht? Heilige Scheiße, einfach weiterfahren. Ja, bitte? Ey, was geht? Also, wir können das machen. Ne? Gib uns noch 5 Minuten am Pawnshop. 5 Minuten am Pawnshop, alles klar. Alles klar, bis dann, ciao. Bis gleich. Warum wollte ich jetzt weiterfahren? Du weißt, das war nicht mal unsere Schuld. Ja, ist auch nichts passiert, deswegen weiterfahren, so, ne? Ich muss jetzt echt langsam fahren, ich bin ganz schön high, ich sag's ganz ehrlich. Wow. Scheiße, hier sind wir, glaube ich, falsch, nicht? Geradeaus weiter. Geradeaus links. Dann. Also, yeah. Scheiße, das weiß ich selber. Was? Das war rechts. Ja, ich weiß. Wir hören uns. Alles klar, Jungs, haut rein. Ja, war ganz toll, der tolle Mitfahrer. War richtig begeistert. Adios. Wer war denn das? Ja, die wollen sich halt nicht preisgeben anderen Leuten gegenüber. So. Du musst halt erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen, so, ne? Bestimmt welche von den Los Muertos. Ja, bitte. Apropos, ich weiß gerade nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe, vergessen hatte. Ja. Ich habe den Anwalt angehauen. Ja. Der kann wohl auch eine größere Menge besorgen. Der ist da gerade dran, sagt mir, wie viel er mir liefern kann. Ja, ich bin gespannt. Und für was für einen Preis? Gut aussehende Männer, gut aussehende Männer. Springt mal rein. Okay, alles klar. Also DMC. Ja, okay. Ja, sag mir mal Bescheid. Ja, mach ich. Ich muss jetzt zum nächsten Gespräch. Bis später. Nur Bescheid sagen. Ja, alles klar. Danke dir. Ja, so. Also, ich brauche dann einmal die Handy-Akkus, wie besprochen, ne? Mhm. Ja, super. Ja, warte kurz, ich mache meins in Flugmodus und gebe es. Ja, easy. Jo, danke dir. Bronco, kriege ich deins auch? Bronco? Alles ist bei Bronco alles okay? Weiß ich nicht, mit mir redet er auch nicht. Halt mal kurz an. Was ist mit Handy-Akku? Achso, gibst du mir kurz einen Handy-Akku einfach? Das war die Bedingung der Jungs. Ach, Bro, das ist die Bedingung von den Jungs gewesen. Weiß ich doch nicht. Nur der Fahrer. Diese Schwachköpfe von Galaxy? Ja. Oh Gott, ne? Einfach den Handy-Akku. Wie gesagt, wir sind da, die haben eure Sicherheit garantiert, so, whatever. Oh je, hier ist unangenehm, warum auch immer. Ja, mach dir erstmal ein Fläschchen auf, ne? Haben wir ans Galaxy, oder? Nein. Okay, Handy-Akkus habe ich, ja? Ja, hast du. Cool. Dann einmal hoch, warte mal, ich zeig dir wo. Da. Also wir halten uns raus, ja? Wir fahren euch noch hin und wieder zurück. Ja, ist okay. Mal gucken, dass euch nichts passiert. Ja, okay. Scheiße, ich baller dir einfach weg. Ah, ich glaub nicht, dass du einfach ist, sag ich dir ehrlich. Bronco, warum bist du eigentlich immer so mürrisch?
Hey, warum bist du, wie du bist? Ich bin ein aufgedrehter junger Typ. Ja, warum bist du ein aufgedrehter junger Typ? Geh mir nicht auf den Sack. Weil ich gut aussehe. Du siehst scheiße aus. Hast du mal ein Spiegel geguckt? Wow. Immerhin trage ich keinen beschissenen Pelzmantel aus Wieseleder oder was auch immer. Sag mal, warum seid ihr eigentlich alle so beschränkt und trefft euch hier oben? Du, ihr trefft euch mit denen, nicht ich. Ja, aber wir fahren euch nur, wir sind euer Taxi. Wie blöd muss man denn sein, sich hier oben zu treffen? Bro, ich bin nur ein Taxi. Was mit denen? Da vorne diese 650, die Villa vorne durch, da, wo der, oder da auf dem Parkplatz, genau, auch okay. Da links, siehst du das? Mhm. Oh, schöner Auftritt auf jeden Fall. Ey, ey, ey. Falls was ist, springt bei uns ins Auto, ja? Ja, ja, wir regeln das schon. Easy. Wir bleiben hier. Irgendwie sieht es gut aus. Du bist nur eine alte Variante von mir. Ja. Orale, que se cuenta. Ich bin Irish. Und ihr seid? Ich bin Limon von rechts von dir, das ist Sanchez in der Mitte und mein Cousin Kiko links von dir. Freut mich. Ja, mit Miguel habe ich schon wieder das Vergnügen gehabt. Genau. Mit wem? Miguel ist mein Bruder. See? Ja, genau. Okay. Wir müssen uns entschuldigen, unser Hermano im Auto, der isst gerade noch etwas. Ja, ist okay. Alles gut. Okay. Ist okay. Wie gesagt, hier neben mir, das ist Bronco, der Chef von Pornshop. Hola, Bronco. Hola, amigo. So. Hm. Genau, im Endeffekt treffen wir uns ja jetzt hier, weil wir so ein bisschen mitgekriegt haben und uns nicht ganz sicher sind, so, ob da vielleicht gestern jemand von euch an unseren Azubi reingetreten ist. Azubi? Ja. Was für ein Azubi, Mann. Was für ein Azubi? Das würde mich auch mal interessieren. Bobby, Mann. Der Durchgeknallte vom Pornshop. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das wart. So, ist mir tatsächlich auch relativ egal. Ihr habt ihm nichts getan, außer ein bisschen Angst eingejagt. Und ist mir persönlich jetzt egal. Ich glaube, Bronco sieht das nochmal ein bisschen anders. Ich persönlich... Hab mir einfach also ich kenne keinen Bobby. Ich kenne auch wirklich keinen Bobby. Okay, nee, gut, dann war das einfach jemand anders. Das ist auch okay. Aber ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich von Dimi über euch nur Gutes gehört habe, so, dass wir uns vielleicht einfach mal zusammensetzen und uns mal treffen, ein bisschen kennenlernen, so, weil im Pornshop so habe ich euch jetzt noch gar nicht gesehen. Und ich war vor einer Weile mal dort. Okay. Da habe ich, glaube ich, auch sogar mit Bronco mal geredet, aber... kam es zu keinem vernünftigen Gespräch, würde ich sagen. Waren wir auch relativ frisch in der Stadt, Mann. Ich sag's dir so, das ist normal, man im Pornshop wird jeder wie ein Arschloch behandelt. Hausverbot habe ich immer gehört. Ja, genau. War selber noch nicht bei euch, aber ich hab's mal gehört. Das ist grundsätzlich normal. Ja, ich bin mir sicher, du würdest auch welches bekommen. Ehrlich? Warum? Das habe ich so mein Gefühl, weißt du. Ah, okay. Genau. War sehr gut, dass ich nicht da war. Und auf der anderen Seite bin ich hier, weil Dimi mir zu verstehen gegeben hat, dass ich was suche, das ihr vielleicht für mich habt. Okay. Und das wäre? 2 Kilo Paste. Wofür brauchst du 2 Kilo Paste? Rate mal. Ich weiß es nicht. Okay, also im Prinzip, ich sag mal so, unsere Position in der Stadt ist ähnlich wie die von Dimi. Wir vermitteln Sachen von A nach B, wir sorgen dafür, dass sich Leute kennenlernen. Ich sag mal, der eine braucht was, der andere hat was und wir sorgen einfach dafür, dass, ich sag mal, gewisse Parteien zusammenkommen, weißt du? Ja, also... Wir stellen Kontakte her... Gegebenenfalls kann man bei uns auch mal vorbeikommen und kann sagen, okay, hey, ich suche jemanden und ich leite das einfach nur an die richtigen Stellen weiter und dann kriegt man das, was man sucht. Also das heißt, du brauchst für jemanden die 2 Kilo Paste? Ich habe im Prinzip jemanden, der die haben möchte, genau. Okay. Doch, wann wissen wir, dass es? Ich sag mal so, das behalte ich mir vor, eine gewisse Art von Diskretion, weil wenn man in meinem Geschäft oder beziehungsweise in unserem Geschäft nicht diskret ist, ist man schneller tot oder das Geschäft los, als einem lieb ist. Sagen wir es mal so, ich glaube, wir wissen, für wen das ist. Wir hatten gerade ein Gespräch, sieh? Okay. Ein gutes Gespräch sogar. Okay. Da haben sich ein paar, wie sagt man, Scheiße, Mann.
Wogen geglättet, sagt man das so? Ja, sie. Ich denke schon. Wir sind uns da einig gekommen in dem Gespräch, worüber wir geredet haben. Okay. Dem Senior. Und ich denke, das ist für den Senior. Kann gut sein. Ich weiß nicht, mit wem ihr gesprochen habt. Ja, Diskretion. Mhm. Das wirst du herausfinden, amigo. Ist okay für mich, ist okay für mich. Scheiße, also wir das auf jeden Fall wissen, das, worüber du sprichst, amigo, über das Kokain. Bitte? Bitte, Bronco. Ich höre nichts. Ja, egal, erzählt weiter über das Business. Was? Okay. Alles ich gut, verstehe ja. nicht. Alles ja. gut, alles gut. Immer was ich sagen wollte, das, worüber du sprichst, das Kokain, amigo. Ja. Dann nehmen wir Anspruch drauf, verstehst du? Das also, bedeutet... Seid ihr nicht die Einzigen in der Stadt? Es gibt zwei, sieh. Es gibt jetzt zwei. Vielleicht noch einen dritten, den wir jetzt noch mitbekommen werden. Ich weiß schon, wer das ist, amigo. Aber ansonsten gibt es keinen. Und das wird auch so bleiben, solange wir uns anders entscheiden. Was wollt ihr mir damit jetzt sagen? Was ich dir damit sagen möchte, amigo, wenn du jemanden Kokain vermittelst, müssen wir davon erfahren. Oder sollten wir davon erfahren, besser gesagt. Sagen wir es mal so, wir haben mit den anderen Leuten, wie sagt man das? Wir sind in eine Partnerschaft getreten. Wir geben uns Informationen, sie, die sagen uns, wenn da etwas ist, wir sagen denen, wenn da etwas ist. Und das ist eine Hand wäscht die andere. Und das läuft nicht anders, wenn jeder Pendejo in diesem Land an das rankommt, an das gute Zeug, Mann. Ihr wisst schon, das werdet ihr nicht aufhalten können, ne? Und das sage ich jetzt nicht, weil ich in irgendeiner Art und Weise was damit verdienen will oder so. Koks ist nicht unser Geschäft. Interessiert uns nicht. Es geht nicht darum, dass Dritte das verkaufen. Dritte an Vierte das verkaufen. Sondern es geht darum, dass man das von der Quelle verkauft. Wir wollen keine anderen Leute in den Labor reinhaben. Zum Beispiel irgendwelche Leute, die... Naja... Andere Leute halt. Straßengangster, Leute, mit denen wir keinen Kontakt hatten oder haben oder mit denen kein Deal gemacht wurde. Ja, okay. Wir werden mit 2 bis 3 Gruppierungen werden wir die Hand über das Geschäft haben. Und was ich dir damit sagen möchte, ist, wenn du, was auch okay ist, das Zeug an irgendwelche Leute vermittelst, solltest du uns... Naja, Bescheid geben. Was haltet ihr denn einfach davon? Ich vermittle die Leute einfach an euch. Noch besser, amigo. Das ist die beste Lösung. Ich meine, du würdest auch was dafür bekommen, sieh. Es soll ja nicht umsonst sein. Ist ganz klar, dass immer eine Vermittlungsgebühr drin ist. Klar, oder? Natürlich. Das ist klar, amigo. Und genau deswegen sind wir hier, Geschäfte zu machen. Und ich sag's euch ehrlich, mir persönlich ist es scheißegal, wer da die Hand drüber hat, wer das macht, so. Mir ist einfach nur wichtig, wen ich als Ansprechpartner habe, um zu vermitteln, wenn Anfragen reinkommen. Alles andere ist mir scheißegal. Macht, wie ihr wollt, so. Das ist euer Ding. Ich mische mich da nicht ein. Wenn ihr wollt, dass ich, wenn ich euch was, wenn ihr wollt, dass ich über euch vermittle, dann vermittle ich über euch. Ist okay? Natürlich. Das ist sehr gut. Ja, perfekt. Wie gesagt, ich bin Geschäftsmann, Mann. Ich bin nur hinter den grünen Scheinen her. Alles andere ist mir egal. Alles klar, dann verstehen wir uns, amigo. Ja, ist doch gut. Dann verstehen wir uns. Sehr gut. Also du bist auf der Suche nach 2 Kilo Paste. Also ich würde jetzt nochmal Rücksprache halten mit jemandem, weil wenn ihr nämlich gegebenenfalls mit demselben gesprochen habt, der sich dafür interessiert und der jetzt von euch schon das gekriegt hat, was er braucht, dann brauche ich das natürlich nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal so. Wir haben uns jetzt kennengelernt, wir haben ein bisschen miteinander gequatscht, wir tauschen Telefonnummern aus, jeder kennt jetzt die Position des anderen. Ich melde mich bei euch einfach nur kurz per Telefon und sage, brauche ich noch oder brauche ich nicht? Dann treffen wir uns, quatschen alles ab. Ich hoffe, bei euch ist es genauso wie bei mir. Geld und Ware nie am selben Ort. Ja, so ist das. Und dann können wir gerne Geschäfte machen. Okay, dann hört sich gut an. Willst du dir die Nummer aufschreiben? Ich würde sagen, ich schmeiß die einfach einmal in die Runde und ihr schreibt mir eine SMS. Ich glaube, das geht schneller, okay, oder? Okay, das ist am besten. Dein Name war Irish, ja? Richtig. Kommst du aus Irland? Richtig. Bin aber in der South groß geworden. Ah, okay. Sehr gut. Deswegen 5678. 5678. 83. 83. Ich frage mal so vorher, ich habe jetzt schon so ein bisschen gehört, Kartell. Ach,
Pass mal auf, Amigo. Wir sind Leute aus Suarez. Ich verstehe nicht, wer hier sagt Kartell. Ich verstehe es auch nicht. Und ich finde es auch ein bisschen lächerlich so. Also wenn man sich so vorstellt. So, deswegen habt ihr irgendwas... Wir stellen uns nicht so vor, was die Leute denken, Amigo. Was ja, die, lass sie denken. Ich habe auch schon eine SMS bekommen von einem Taxifahrer, der meinte, ob ich ein Kartell, ob ich in einem Kartell Mann, bin. Das also, ist, ich habe keinen Akku. Sie denken Latino und Kokaina und die denken direkt... Kartell, Amigo. Ja, ich hab dir eine Nachricht geschrieben. Ist okay. Wenn Dimi mir meinen Akku wiedergibt, dann gucke ich mir das Ganze an. Bronco, willst du vielleicht auch noch? Was denn? Ja, deine Telefonnummer in die Runde schmeißen? Ja, nö. Okay. Dann läuft das über mich. Ist auch okay. Genau, dann machen wir das einfach so. Ich melde mich bei euch. Ihr macht euer Ding. Und ja, wenn ihr irgendwas anderes braucht, sagt ihr Bescheid. Perfekt. Und eine kleine Bitte noch an dich. Ja, bitte. Falls du etwas hören solltest, dass irgendjemand da reinfuschen will in das Geschäft, der nicht involviert ist, kannst du uns gerne Bescheid geben, dann werden wir dich auch belohnen dafür. Alles klar, weiß ich Bescheid. Okay, bueno. Roman, gut, ich würde dich noch was fragen, wenn es okay ist, hinter vier Augen. Mich? Ja. Ja, klar, komm mit. Scheinst ein mürrischer Typ zu sein, Amigo. Hat man von dir so gut. Amigo, eine Frage. Ich habe einen guten Abnehmer, sie, der sich interessiert an einigen Spielzeugen, sie. Für was interessiert er sich? Für an Spielzeugen, man interessiert sich für Waffen. Ach so, für Waffen. Hast du irgendwie einen Kontakt? Für was speziell? Maschinenpistolen, Amigo, nichts Besonderes. Nee, nichts Besonderes. Einfach Spielzeuge, die keinen anderen erstattet hat. Gib mir ein bisschen Zeit, ich komme auf dich zu, ja? Hermano, glaub mir, das zahlt wirklich eine sehr, sehr Menge, Amigo. Du hättest wirklich einen sehr, sehr guten Deal. Glaube ich dir. Perfekt, Hermano. Wie gesagt, ich halte mal Rücksprache. Das wäre jetzt nicht mit irgendeinem scheiß Teddybären oder so. Ich guck, wie das Ganze läuft, so. Du weißt, man muss sich ein bisschen kennenlernen und so. Und dann kann ich mir... Genau, ja, ist klar. Gucken wir, dass wir da was hinkriegen, ja? Muy bien, alles klar, Amigo. Okay. Ich werde dran denken. Mach das. Okay, können wir los? Oder? Alles klar, Leute. Ja. Irish, Bronco, wir sehen uns. Sehen. Rein, danke euch nochmal. Gracias für das Gespräch. Gracias. Ja. Perfekt, Jungs, danke euch. Ja. Lief gut? Ja. Gut, müsst ihr uns nicht erzählen. Okay, ich glaube, wir warten hier noch. Wir warten noch. Ja, ich gehe nochmal kurz pinkeln, ne? Ja. Läuft deine scheiß Schrottkarre wieder nicht, oder was? Ey, das ist deine Schuld, weil du so dick bist. Bronco. Halt dein Maul. Der Wagen ist zu neu. Der mag keine alten Wagen. Insassen. Sag doch mal, ich bin dick. Gut, warten wir einen kleinen Moment, bis der Server wieder da ist. Ich nutze die Zeit mal kurz und gehe mal kurz pinkeln. Bis gleich.
Ach so, ihr Süßen, da bin ich wieder. Server startet auch gerade wieder. Nur kurz. So. So, warum läuft hier eigentlich die ganze Zeit Deutschrap? Aber gut, passt auch irgendwie. Ich meine, wir machen hier Koks, Deals und Parra. Pam, pam, pam. An error is on the server that we are playing, that we are want to play on. Achso, okay. Server hat sich auch nochmal neu gestartet. Ah, okay. Und ist auch noch ein Update gepusht worden. Gucken wir, dann müsste es jetzt funktionieren. Na? Ah, sehr gut. Ja, lief doch gut. Naja, findest du? Du, ich sag dir alles, was mir Geld bringt, ne? Das sind irgendwelche No-Names, Mann. Ja, es sind alles irgendwelche No-Names. Was soll ich dir sagen? Die kommen einfach aus dem Nichts und sagen, ja, wir haben das Business hier und... Naja. Also, sage ich dir ehrlich, die Ballers doch auch. Fahr mal kurz vor hier. Ja, die Ballers haben aber geliefert. Ja. Was haben die geliefert? Ja, deren Carry ist besser als deine. Was? Die schießen gut. Ja, also,
Ich meine, die Ballers waren bis vor kurzem oder sind, keine Ahnung, je nachdem, auf einem Level, wo du gesagt hast, da gehe ich nicht rein. Ja, Dimmi. Ja. Ich glaube, das ist der Moment, wo du in das Gespräch mit einsteigst. Ich sag dir ehrlich, am liebsten will ich mich da komplett raushalten, ne? Gibt's meine Meinung zu sowas? Also wir bieten gerne unsere Dienstleistungen allen und jedem an. Wäre jetzt der politische Spruch. Der unpolitische Spruch wäre tatsächlich, dass ich die Jungs gar nicht so schlecht finde. Ich hätte mit den Ballern nie Probleme und immer gut mit denen reden. Ja, aber die Ballers sind halt nicht so da, weißt du? Guck mal, wenn du jetzt morgen jemanden anrufen würdest von den Ballers, ich mag Young, so, ist kein Thema, Bro, müssen wir gar nicht drüber reden. Bin mit ihm aufgewachsen quasi, ja. Und Young hat mir, als ich den ersten Tag wieder da war, hat mich Young gefragt, ob ich den Ballers vertreten will. Also direkt, ne, wirklich. Das Ding ist, wenn ich jetzt morgen bei den Ballers anrufe und sage, ey, ich will morgen, dass morgen jemand gescheppert wird, so, dann weiß ich nicht, ob sie liefern können, weißt du? Das ist das Thema. Und das ist halt mein Problem, gerade. Ja. Was ist das für eine scheiß Sprache, die du mir geschickt hast? Welche? Aber die wollten mich in die Klapse. Ja, wie heißt das alte Hühle mal Hühler? Wie heißen die alle mal nimmer alle Hühner? Alte nimmer Hühner. Scheiße, lass dich schon wieder saufen, die Hühner, oder was? Alko mal Hühner. Da, wo du hingehst, aber damit du nicht mehr trinkst, aber wie heißen die nochmal, die Hurensöhne? Was ist das für eine Sprachmemo? Das hat ja schon wieder geschickt, oder was? Scheiße, Dimmi, okay. Mann. Aber was denn? Was du am Wochenende machst, ne? Ey, das war ich nicht, ich schwöre. Ja, aber Dimmi, was sagst du denn zu den Typen? Die haben's drauf, oder was? Die sind gut. Also, die brauchen noch Zeit. Gib ihnen Zeit. Ja, gut, hier geht's ja jetzt eigentlich erstmal nur um die Qualitäten an der Knarre, weißt du? Achso, Qualitäten an der Knarre haben sie. Ich sag dir ehrlich, also. Das macht ja auch nur gut, das macht. Egal, erzähl weiter. Das Ding ist, guck mal, wenn ich mich selber hinstellen müsste und sagen müsste, okay, wenn ich jetzt Ballers gegen die fahren lasse, also auf gleicher Ebene, so, oh Gott. Auf selber Ebene, also gleich viel Mann, gleich Knarren, weißt du, ich meine. Ich wüsste nicht, wer gewinnt. Wäre ein 50-50-Wurf wahrscheinlich. Hm. Ja, also schießen können die tatsächlich. Das, Achtung. Oh Gott. Danke, Bastard. Also gut gemacht, Dimmi, gut gemacht. Ich hätte ihn nicht gesehen, ich hätte ihn voll weggerammt, sag ich dir. Ja, Bro. Reflex, sag ich dir ehrlich. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Ich schon. Gerochen. Also müssen wir jetzt eigentlich noch was für diesen schlecht unterhaltsamen Taxifahrt bezahlen? Nein, ja. Quatsch. Okay. Dani, also dass du auch ja. Gleich wieder Ja sagst, ne, du Wichser. Ich sag, damit der wieder 10.000 morgen verlosen kann. Ja, ja, richtig. Verdammte Scheiße, Dimmi, krieg ich jetzt meine Akkus wieder? Achso, ja, hier hast du den Akkus. Okay, danke, Mann. Ja, wir sehen uns, Dimmi, danke, Mann. Ich hatte dir mal nie gegeben, ne? Okay. Dieser Wichser. Ja. Verfrag du doch mal nach einem Rabatt, Mann, oder einen Karrentausch oder so. Dickst du? Ich hab vorhin mein Tuning gewürfelt. Ich rede lauter, der Motor ist so laut, was sagst du? Lass dich lauter reden, warte, ich lass es ein bisschen lauter werden, das ist doch gar kein Problem, Mann, Alter. Witzige Typen. Grüße, Irish. Ne? Schön, dass du dich mal meldest nach 17 Uhr. Was nach 17 Uhr? Ja, du hast mich irgendwann halb sechs zuerst angerufen. Ja, weil ich, Sigi wusste Bescheid. Ich habe Sigi gesagt, dass ich erst gegen 22 Uhr wieder am Start bin und jetzt habe ich ein paar Termine gehabt. Ich verstehe. Und? Wie sieht's aus? Habt ihr euer Problem gelöst? Unser Informationsproblem? Euer Problem. Das, was du gestern angefragt hast, was du gerne anderen Leuten abziehen würdest? Ach so, nee, noch nicht. Okay. Noch nicht. Hast du da was? Ich denke schon, ja. Okay, schieß los. Oder sollen wir lieber rumkommen? Oder willst du rumkommen? Ja gut, ich glaube, ich komme mal rum. Jo, mach mal. Alles klar, bis später. Bis gleich. Was willst du nicht? Worum geht's denn? Welches Thema? Sag.
das denn? Hey, ciao, see. Na, Vito, du hast angerufen. Ich war gerade bei einem Meeting. Was ist? Hab ich gehört. Weiß nicht, was machst du gerade? Ich wollte jetzt gleich kurz mal zu Sigi und Harry hoch. In die Harry, aber Sigi hat ja gerade einen Deal. Sigi hat gerade einen Deal? Ohne Harry? Ja. Weiß ich nicht, vielleicht ist Harry mit dabei. Hatte du gesagt, er hat einen Deal. Ja, okay. Harry hat mich jetzt gerade gefragt, ob ich hochkomme. Wer ist der Harry? Na, der ist der VP, der andere Ulrich. Ach nee, weiß ich nicht. Ja. Sieger hat mich ja nicht angerufen. Er meinte, er hat eine Deal und hat gesagt, lass dir die Deal platzen, ich komme vorbei. Ja, Classic Video. Ja, wie gesagt, also das würde ich jetzt erstmal kurz klären und würde ich dann mal kurz hochfahren. Also so kannst du auch meinetwegen mitkommen, mir ist das egal. Weiß ich nicht, du musst nur mal nachfragen, wenn ich komme ich nach. Ja, alles klar, ich frage dann mal nach. Alles klar, bis später, Video, und, hau rein. Bis dann, ciao. Sigi kauft seine Dietriche für $25 das Stück. Ja, okay. Also wer sich dafür $25 abziehen lässt, meine Fresse. Ja, das ist schon ein bisschen traurig. Ja. Vielleicht gibt der Sigi auch einfach nur seinen Leuten $25 die Stunde Gehalt. Ja, das kann auch sein. Naja, ich leg mich jetzt hin. Alles klar. Spät, alte Männer müssen schon schlafen. Ja, mach das. Die bei der Polizei haben mir gesagt, der eine Officer hat mir gesagt, er wettet, dass keines meine Autos abschleppen lassen hat. Ja, ich habe mir übrigens eine Bude gekauft, also gemietet. Freut mich. Wo denn? Soll ich dir zeigen? Willst du einen Schlüssel? Oder hast du selber eine? Ach, du hast selber eine. Ja, ich habe eine. Direkt neben der Fire Station fast. Ach so, ja, also in den Ranchos. Ja. Ja, ist doch cool. Ja, werde ich bestimmt auch nicht abgestochen oder so. Nee, denke ich auch nicht. Bist du dir sicher? Warum nicht? Ja, okay. Nee, gut, alles klar. Ich packe jetzt Vito ein und komme hoch, ne? Ja. Da könnt ihr euch direkt ein kleines proper Shootout anschauen. Mit wem das denn? Mit den Briten. Oh ja, okay, alles klar. Ja, dann beeilen wir uns. Jo, bis gleich. Bis gleich. Scheiße. Irish? Ja. Du weißt doch alles in der Stadt. Viel. Weißt du, wer heute bei Luxury Carsten Beudezug gemacht hat? Nee, keine Ahnung. Also so Details habe ich jetzt nicht so, ne? Dafür. Ich erkläre dir, warum es mir wichtig ist. Weil du Luxuries als Mandanten hast. Nein. Da war ein Anwalt von mir und eine Anwältin in Ausbildung. Okay. Denen wurde eine Waffe abgezogen, die wurde eine Waffe in den Nacken gehalten. Ich würde da jetzt gerne, also mich würde sehr interessieren, wer das war. Kann ich für dich rausfinden. Weil, ne? Meine Mitarbeiter, ich ziehe Grenzen. Ja, alles klar. Ich höre mich um. Soll auch nicht kostenlos sein, ne? Nö, ist klar, ist es nicht. Würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wenn du die Leute hast, dann, warte mal ganz kurz. Die waren maskiert, oder? Es waren drei. Es waren eine Frau und zwei Männer. Ah. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ja. Hilf mir auf jeden Fall weiter. Ich glaube nicht wirklich viel, aber ich denke mal mehr als den Cops. Ich kann mir da was vorstellen. Okay. Alles klar, Mann. Bis dann. Hau rein. Ciao. Ich ruf dich sofort zurück. Ja, mach das mal. Bis dann. Ciao.
Ciao, wer ist dran? Sie, keine Vito bei der Pizzeria. Es ist ja keine Vito da. Sie, bin ich an der Park, Stadtpark an der, auf einer Bank. Ah, du bist der Stadtpark auf einer Bank, ja gut, fährt er gleich grüne Tulip vorbei, nimmt er dich mit, ja. Bis gute, bis gleich, ciao. Wie geht's dir, mein Lieber? Oh Gott, Alter, einmal kurz auf den Check geguckt, gleich hier voll das Lenkrad reingerissen. Ach du, ich sag dir ganz ehrlich, bei mir alles gut. Ich mach mir immer mehr Gedanken über die Halbwertszeit meines Charakters. Ich weiß nicht, wie lange noch. Aber aktuell... Ja, immer. Aber VODs werden ja tagesaktuell immer bei YouTube hochgeladen. Muss man gucken in der Infobox. Da ist ein YouTube-Kanal drin für alle, die VODs gucken wollen. Absolut ungeschnitten auf YouTube. Also wirklich absolut ungeschnitten. Ach, wenn das nicht schon wieder so ein scheiß Pornshop-Besitzer ist. Ach, wenn das nicht schon wieder so ein Autofahrer ist. Einfach Thule, bester Wagen. Wer hat dir den empfohlen? Kannst du das sagen? Irgendjemand, der mir in Greenwood ausgeredet hat. Das war, glaube ich, Dimitri. Ja, du Wichser. Vito, wie sieht's aus? Du hast keinen Greenwood? Vito, wollen wir uns eine Schießerei angucken? Ja, klar, warum nicht? Das ist langweilig. Wir kommen mit. Also, ich will hoch zu den Devils mit Vito. Ach so. Ja und? Ist doch egal. Also, ich habe jetzt Vito angekündigt, nicht euch. Wollt ihr euren eigenen Wagen nehmen, weil ich weiß nicht, ob ich euch direkt wieder runterfahren kann. Ich muss mit denen noch über ein paar andere Sachen quatschen. Ach so, ja, wir können, ja gut, das ist ein bisschen unfair, ne? Ja, ich bin schneller als ihr. Ne? Genau, macht ihr einfach den spontane Drive-By. Bei den Devils. Wo ist das? Am Ende vom Flugfeld, Sandy Shores. Oh Gott, da komme ich doch mit dem Krieger niemals hin. Doch, da führt doch eine Straße drumrum. Ja gut, ich fahre dir einfach hinterher. Wir müssen auf jeden Fall bei Abstand treffen, seh? Oh Gott, jetzt fahrt doch nicht alle... Sympathischer Type, seh? Jimmy, ja, auf jeden Fall. Mag ich. Ja, ja, Jimmy ja. Heißt er. Ja. Wie nennst du ihn? Timmy. ja, genau. Timmy, auf jeden Fall. Das ist er. Passt der Name. Ja, die werden uns sowieso gleich aufgeholt haben. Wir fahren gleich an meine große Traume vorbei. Hier rechts. Aber ich kann mir vorstellen, dass du ein Typ Mann bist, der sich das erfüllen kann. Weiß ich nicht, ich habe keine Geld auf Konto. Ja gut, okay, das ist schlecht. Ich habe gestern ein Angebot in den Cannes gemacht, habe ich erzählt? Ja, größte Pizza und so. Ich sehe, genau, ich habe die Emperor habe ich schon da. Ich habe sie gefärbte. Ja, Bronco hat tatsächlich auch schon Emperor. Sie hat er erzählt. Aber meine ist hübscher, pass auf. Ich glaube, seine ist noch nicht mal getuned. Weiß ich nicht, das heißt, das hätte ich auch mal machen sollen. Ja. Also, ne, ich meine, Emperor kann man ja auf jeden Fall auch richtig schick machen, so. Hey, ist mich auf jeden Fall sehr schick geworden. Waren wir zu dritt dran und haben direkt überlegt. Oh Gott, der Schubsmann. Crazy, der Motherfucker, crazy. Eieieiei. Und wieder, was hast du heute so getrieben? War ich ein bisschen unterwegs mit Shamus und Alexandra. Und also Alexandra war nicht so lange, aber alles Shamus hat wieder gesprochen. Und ich hoffe, du bald kommt in meine persönliche Konziliere, hey? Wer ist dein persönlicher Konziliere? Er wirst du noch kennenlernen. Okay. Ist er ein großer Mann? Sehr, sehr großer Mann? Sie würde ich wohl sagen, ist, hatte viel Erfahrung. Über 1,80? Sag mal so, ich sei eine gute Freund von meinem Papa. Okay. Warte mal, dein Papa war Muerte, ne? Muerte ist Spanisch. Oder? Nein, ich sehe kein Spanisch. Ja, okay. Der ist tot. Ja, gut, ja. Rapster, mein Lieber, danke dir, vielen Dank. Okay, entschuldige, dass ich das angesprochen habe, ich wollte da jetzt nicht. Hallo, was soll ich machen? Ich kann nicht wiederbeleben. Nee, ist richtig. Ich bin im Grab und verfault. Nee, ist richtig. Weißt du schon, wann der in der Stadt eintrifft? Ich sehe noch in Nidaya. Aber kommt er auf jeden Fall bald. Kann auch sein, dass er immer viel mit Anwaltssache zu tun hat. Hallo da, geht er schon los? Oh ja, wir kommen. Du hast das Action verpasst. Hast du Popcorn dabei?
Vielleicht geht die Schießerei schon ab, oder was? Ja, also wir haben gerade schon einen Schuss gehört. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr passiert. Aber auf wer gegen wen, ist die Frage. Ich glaube, die Briten. Ach so. Alles klar. Als Claire Refs, das hat sich auch mal lieber, war cool. Ich freue mich. Ja, also ich sag mal so, ich habe immer nicht so das. Also ich würde da jetzt ungern vorfahren, sag ich dir ehrlich. Ja, ja, ja. Wir sind schon sehr nah, hey, also. Ja, definitiv. Dann mach mal den Motor aus, Daniel, ne? Wir gucken uns das an. Das ist Sport für die Reichen, ne? Also sag ich dir ehrlich. Wir gucken jetzt arme Leute zu, wie sie sich abknallen. Also ich muss sagen, wir haben auf jeden Fall mehr Bock, wir werden wahrscheinlich mehr überleben als ihr, hey. Naja, gut. Also ich sag dir ehrlich, der Wagen ist so schnell, der könnte, ich könnte von der Kugel davon fahren. Ja. Der ist ja schnell, aber der hat nicht gute Bleche. Bei euch ist alles Plastik. Blech, sagt man, alles Carbon. Glasfaser. Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist kein Blech. Hier ist eine Glasfaser. Habt ihr auch Glasfaser verlegt im Auto? Glasfaser. Ja, wir haben drei Liter Begleitung. Sag mal, ist die Party schon vorbei? Du kannst reinfahren, das ist kein Thema. Ja gut, dann fahren wir rein. Wir haben noch Jimmy. Wer ist denn der Typ in dem Krieger? Jimmy. Der hatte auch Bock auf Schießerei. Ist die Demi, sogar. Ja, Siggi kommt gerade zu euch gerade, ja. Scheiße, was macht ihr hier? Ne, hey, ciao. Harry hat uns gerufen, wenn wir uns die Schießerei angucken wollen, sollen wir vorbeikommen. Was hast du denn für eine unverschämte Karre, Vito? Nee, das ist nicht Vito. Vito sitzt bei mir mit drin. Das ist meine. Was hättest du? Ich sag dir ehrlich, guck mal, ich hab dir doch Fluchtwagen angeboten. Ich gehe jetzt unter die Ehrenlosen, sag ich dir ehrlich, ne? Dieses Auto sieht aus wie eine Pizza Ananas. Du widerst mich an, wirklich. Ja gut, wir können reinfahren, noch geht's nicht los. Reinfahren. Ja, da rechts zu den Riot Dogs einfach. Achso, ja, okay. Ach, die gucken uns zu, oder was? Ist es wie ein Theater? Die haben einfach Campingstühle dabei. Den kenn ich doch. Was geht, Jungs? Hey, Charles, hey. Alles gut. Wir haben gehört, hier ist eine Schießerei, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen, ne? Ja, wir haben schon aufgebaut. Wir haben schon alles aufgebaut. Habt ihr. Sehr schön, sehr schön. Ja, Erich, grüß dich. Das geht doch. Danke, Torsten. Grüß dich, Jungs, schön, dass du da seid. Danke schön. Scheiße, Dimi, Mann, was... Dummes Schwein! Scheiße, Dimi, dass du so kleptomanisch veranlagt bist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber vielleicht war es meine Schuld. Dreh dich mal bitte. Guck mal, hey. Ich weiß doch. Alles gut. Okay. Alles gut. Was geht bei dir, Junge? Ja, was geht bei euch? Ja, tatsächlich sind wir zufällig hierher gekommen. Wir wollten das Camp besetzen von den Devils. Ja, gut, ich merke schon. Ihr habt so Hobbys, die gehen immer in dieselbe Richtung. Ja, jetzt sind die Devils. Ja, nächste Woche wollten wir dann mit dem PD weitermachen. Ja, das DJ. Hallo, da direkt vor. Der Lord lässt verkünden, dass gleich das Proper Shootout irgendwann losgeht. Ja, scheiße, ist das McLean? Ihr solltet ein bisschen aufpassen. Ich bin super betrunken. Ach, Dimitri, das ist doch McLean, der die Sprachmemo geschickt hat. Ah, hallo. Ruf dann den ganzen Abend noch sein. Alkohole, mal Hühler. Wie heißen die alle? Mal Hühner. Falls ihr einen Einparker braucht, da vorne ist ein Einparker auch, ne, für euch, auch wenn ihr hier wohnt. Du, sag mal, Sigi? Ja, tatsächlich. Was habt ihr mit McLean gemacht? Der hat einfach schon gesoffen, ein bisschen viel. Achso, okay, der ist auf eurer Seite? Der kann sich nicht hinsetzen, mein Guter, ne? Hey, wegsaufen, du. Achso, okay, und der ist auf eurer Seite, oder wie? Wann wird die Vorstellung beginnen? Ich kann Zeit nicht spontan. Ich hoffe bald, wir warten schon so eine halbe Stunde. Günni, was geht? Jo, Siegfried, nicht viel, wir warten hier. Weil du mir auf die alten Männer erstellt hast, ich erste salzig, was tatsächlich gar nicht so sehr stimmt. Ja, ich wollte mir auch so ein proper Shootout gönnen, so, ne? Deswegen sind wir hier, ne? No? Ja, dann mach mit. Nö. Ich bin eher so die zuguckende Fraktion. Oh, das ist nett, danke. Achso, okay. Mensch, vielleicht haben wir sich doch jetzt zu den... eingeschätzt. Ja, keine Ahnung, was man das ist. Also Bonnie, der meint dich mit falsch, ich kann er nicht meinen. Ich bin ehrlich, ich freue mich auf Nachbarn, bin ich ehrlich jetzt. Da bist du aber der Erste. Mit wem hat sie jetzt Stress? Wir sind aber maximal asozial, kommst du damit klar? Wir müssen ans Feuer. Schlimmer als ihr werdet, als ich werdet ihr nicht sein. Asoziale werden einfach erschossen. Ja, Sigi, hast du mal einen kurzen Moment? Von Waschen geredet. Ja, sehr gut. Ja, ganz einfach. Ja, ja. Komm wieder, das ist wie wär's denn mit reden, oder ist das so? Harry meinte gestern von wegen hier ist irgendwie... Ist das der König, von denen alle reden? Ja, Sir. Ach du Scheiße, 2 Kilo? Donny, das ist der mit passt der was hier? Ist das bitte? Ja, ist ein Baustrahler. Mit wem schlafe ich? Signal Iduna Park, geil. Ja. Ich glaube auch widerlich. Mit wem schlafe ich, Sir? Donny, dreh dir mal in die andere Richtung. Wir wollen doch den Shootout sehen, nicht uns. Nein, das tust du bitte nicht, Donny. Ach so, ich kann man. Donny. Ich war. Nein, ich kann man. Ich habe vergessen. Ciao. Danke, ciao. Danke. Ja, bin ich durch und durch. Hier, wie sieht das aus? Ja. Nee. Donny, komm her. Läuft gleich eine Folge rauchende Kolben. Na, ihr brauchtet doch 2 Kilo Paste. Hat sich das erledigt? Nein, ich brauchte, Junge. Ja, kann ich dir besorgen.
Ja, lass mich raten. Ladies and Gentlemen, es gibt einen Update. Nee, ich müsste einen Anruf machen. Wo war der? Ja, die sind irgendwie zu blöd hinzufahren. Immer springt einer aus dem Auto und geht pissen und so. Die sind aber gleich da. Ja. Wir sind so einen Kilometer entfernt. Danke, McLean. Willst du ein Bier? Oh, das M. Nee, danke. Ich hab dir gerade schon zwei Whisky reingetreten, ne? Der war schon kurz weg. So. Ja, schon viermal, fünfmal, glaube ich. War direkt meine Foodtruck gehen. Ja, perfekt. Das sollten wir nicht mehr machen. Das stimmt. Ja, das wäre wirklich eine gute Idee. Da habe ich eine. Sag mal, Sigi, wie sieht das eigentlich aus mit, mit Sandsäcken, hinter denen wir in Deckung gehen können? Weil ich meine, ihr schießt ja in die Richtung hier. Also, pass auf, wenn du eine Sandsäcke brauchst, dann stell dir direkt hinter Sigi. Hey! Ich mag ihn. Ito, du bist ein Arsch. Also soll ich telefonieren? Hey. Ja, wie teuer? Ja, das muss ich halt noch rausfinden, so. Ich zahle 50.000. 50.000 für 2 Kilo, ja, okay. Das ist in Ordnung, ne? Ja, definitiv. Alles klar. Gut, ich kümmere mich drum. Hola, amigo. Na, was geht? Was geht? Ja, alles gut, Mann. Wie geht's euch? Ja, soweit auch gut, ne? Wir wollen uns gleich eine kleine Schießerei angucken. Und oh, was für eine Schießerei, Mann? Ja, irgendwie hier bei den Devils geht wohl gleich eine Schießerei. So. Okay. Hier sind halt ein Haufen Leute aufgetaucht und gucken sich eine Schießerei an, wie das halt so ist in der Stadt. Aber ich habe gerade mal telefoniert und meine Anfrage von vorhin wird immer noch bestehen. Wird immer noch bestehen. Genau. Wenn ihr, okay, das heißt, ihr braucht wenn ihr, zwei, ja? Genau, wenn ihr zwei liefern könnt, dann will ich zwei haben. Okay, und dann, wenn das geht, willst du nicht preisgeben? Gewisse Form von Diskretion. Ist das okay? Ja. An sich schon, Amigo, aber da kommen wir ja wieder zum Thema, ob wir überhaupt wissen, wer das ist. Ja, aber wir haben uns ja nur über den, also wir haben uns ja nur über das Endprodukt unterhalten, nicht über den Rohstoff. Das musst du mir nochmal genau erklären. Naja, im Endeffekt, wir beide reden ja jetzt gerade über den Rohstoff, nicht über das Endprodukt. Okay. Das heißt aber, jemand will aus dem Rohstoff das Endprodukt machen. Sag ich dir ganz ehrlich, weiß ich nicht genau. Glaube ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der nicht dafür gedacht ist. Ich glaube, das ist tatsächlich für was anderes gedacht. Aber ich stelle halt auch nicht viele Fragen. Ja, es wäre gut zu wissen, wer sich da ins Geschäft einmischt, Amigo. Das ist ja das, was wir dir davor meinten. Ja. Ich rufe euch nochmal an, ja? Wir können uns auch gleich sonst nochmal treffen, Mann. Mein Telefon ist immer so eine Sache. Ja. Nee, wie gesagt, dann würde ich mich nach dem Shootout hier nochmal melden. Alles klar, ich bequatsche das auch nochmal mit den Umrissen. Aber so, also ich frage jetzt einfach mal so grundsätzlich, nur damit ich schon mal einen Rahmen habe. Könnt ihr liefern? Nicht sofort, aber grundsätzlich ja. Okay, nur mal gefragt, so was hättet ihr für einen Zeitrahmen und was würdet ihr euch vorstellen? Ja, das sollten wir persönlich besprechen, denke ich, oder? Meinetwegen. Ist okay. Also am Telefon, Amigo, ich vertraue dem Scheiß, diesen Scheiß Elektronik-Scheiß nicht, Mann. Deswegen sagen wir auch nie, was genau ist, ne? Aber gut, nee, kann ich nachvollziehen, ist auch okay. Gut, dann frage ich die ganze... Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das zu besorgen. Die Frage ist, was wir dafür bekommen. Mhm. Und dann können wir euch eine Zeitangabe machen. Ja, okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Und für uns wäre mal interessant zu wissen, für wen das überhaupt ist, Mann. Ja, klar. Wie gesagt, ich gucke... Dafür würden wir dich auch bezahlen, wenn wir die Info nicht schon haben. Wir haben nämlich die Info schon. Kann gut sein. Also wenn du was mit mir teilen willst, so gerne. Gut, dann melde dich einfach mal nach diesem Shootout, okay? Alles klar, mach ich, Mann. Bis dann, hau rein. Alles klar, bis dann. Nein, das hier nicht. Gerade wir schießen daneben. Ja, doch. Also alles gut.
Bin mir sicher, dass wir daneben schießen. Sigi. Heiß. Ja. Komm mal noch mal kurz bitte. Meine Mutter. Wer redet wie deine Mutter? Nein, ich hab gesagt, der Typ redet wie meine Mutter. Der wäre denn der Typ? Du meinst diesen Locking-Typen? Ja, hier ist 70 Boy oder so. Ja, ja. Hier, Pasito. Mr. Pastrami. Und Rico. Ja, heißt, okay, Rico. Grundsätzlich ja. Bloß das Ding ist, derjenige, welche, von dem das kommt, will wissen, für wen das ist. Ja, wird's nicht passieren, ne? Nee, ist okay. Sag das für dich. Was? Sag das für dich. Ja, nee, das Ding ist, das ist ein Investment. Nee, dann wird das nichts. Warum? Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich mich da mit ein paar neuen Leuten getroffen habe. Und ich habe vielleicht schon gehört, dass du dich mit denen auch unterhalten hast. Sag mir meinen Namen. Ja, mit wem hast du dich vorhin getroffen und hast ein Gespräch gehabt? Von dem wir zum Sarah holen, ja? Also die würden es liefern, ja. Aber die wollen wissen, für wen es ist. Ja, verteilte Abmachung. Genau. So, und das Ding ist, ich habe mich vorhin mit denen getroffen, weil ich Dimi gefragt habe und über Dimi hat den Kontakt zu denen hergestellt. Ach, sind wieder viel zu viele Namen, wirklich. Dimi. Naja, hier der Dimi-Mann. Ja, ich weiß. Ja. So, aber Dimi war nicht. Arschgesicht-Typen da gestern. Ja, Dimi war nicht bei dem Gespräch dabei. So, und Dimi hat uns nur hingefahren, Dimi hat nur einen Kontakt hergestellt. Der war halt nicht in Hörreichweite, wenn du verstehst. Ja, mach das. 50.000 ist ein Deal. Dass es für euch ist. Ja. Ja? Ist ja. Okay. Also wir reden von den Galaxy-Leuten, richtig? Richtig, ja. Ja, ist okay. Okay, alles klar. Das heißt, ihr habt das gemacht und ihr wollt das dann auch haben. Dann handle ich für euch Preise raus und so weiter und so fort. Ich sorge natürlich dafür, dass für mich ein Cut hängen bleibt. Entdeckung! Können wir bis aufhören zu reden, deine Jungs sind. Ja, nee, hab ich. Ja. Leute, sicherheitshalber, Hände hoch. Ja, 668, ja. 442. Schreibt mir eine SMS mit eurem Namen. Alles klar. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Bis gleich. Hol die Biere raus. Und immer schön was essen, Donny, nicht vergessen. Yeah. Gut, dass du es sagst. Hat einer was essen dabei? Ja, brauchst du was? Ja, unbedingt. Ja, komm mal her. Hauptsache, wir haben schon wieder Müll. Ja. Also wir können uns treffen und ich kann euch auch die Info geben. Das hat sich wieder gelohnt. Alles klar. Dann okay. Trommel ich die Jungs zusammen und dann... Genau, wie gesagt, wir machen noch hier das Shootout-Ding und so. Ne? Also es kann noch eine Viertelstunde dauern oder so. Deswegen mach ich ganz entspannt. Ich melde mich bei dir, sobald ich durch bin, ja? Haben wir noch Sunset? Perfekt. Bis später. Die musst du abbauen. Die musst du abbauen, Mann. Ach, scheiße. Ja, wir N Sonntag oder den holen wir dann. Ich lasse es einfach stehen. Wir holen das dann nochmal im Autoshop, weil N Sonntag weiß ich genau, wo wir den bei uns hinmachen können. Das sieht so witzig aus. Liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen viel Spaß bei einem proper Shootout. Ja, aber nicht daneben schießen. Ich hoffe, ihr habt alle Popcorn und so. Jetzt geht's ja. Nämlich hier richtig los. Ja, und am besten nicht direkt vor uns stellen. Genau. Knallerbsen haben wir. Haben wir die Kanone? Haben wir die Kanone? $3, dass Donny drauf geht. Ich komme zu dir, weil ich hier wahrscheinlich eine höhere Überlebenschance habe. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ey, ich nehme die Wetten an. Wer will wetten? Ja, ich sag $3, dass du drauf gehst. Nee, jetzt machen wir richtige Wetten, so. Ist das jetzt ein sogenannter Base-Rate, Irisch? Ich bin mir da tatsächlich nicht so ganz sicher. Ich könnte es mir aber vorstellen. Gut. Also gucken wir mal, wie es läuft. Aber wir schießen nicht alle um, dann können wir die Leichen flattern. Ach komm, die Ballers kommen auch noch. Oh, das wäre großartig. Oh ja. Ey, das ist ja wirklich hier 60. Man weiß halt immer nicht, wenn so Sportwagen mit Unterbodenbeleuchtung kommen, es können einfach Leute von den Devils sein. Ja, nee, das sind definitiv keine Ballers. Thorst, ich wollte gerade Günni sagen, Thorst, kannst du ein bisschen lauter? Ich habe gerade gesagt, dass man das immer nicht weiß, wenn man einen Sportwagen mit Untergrundbeleuchtung sieht, das könnte glatte Nachzügler von den Devils sein. Man ist ja wirklich immer so unsicher, ne? Also wie sieht's denn aus? Schießen wir jetzt eigentlich von hier auch in die andere Richtung? Nee. Nur verbal, ach, weil genau. Das wird die alle überfordern. Mit der Zunge. Ey, soll ich euch helfen, die Couch hier rüber zu bauen? Ich weiß gar nicht, zu wem ich halten soll. Zum ersten Mal fühle ich dieses Spiel. Nö, du, uns geht's gut, Und dann mal langsam Zeit. Thorsten und ich, wir brauchen auch mal Thorsten und nicht. Ey, Arisch, ich hab das hast du schön gesagt, aber ich tue das Lagerfeuer mal ein bisschen besser. Also das, ne? Arisch. Fällt mir hier nicht. Irish Herd. Ich habe jetzt einen Lebensvertrag. Ja, sehr geil.
Was ja, machst du? Schlager? Naja, ich werde Rapper, Junge. Wie, du bist Rapper? Ja, ich werde Rapper. Riot Rap, Junge. Was los? Riot Rap, ja, das ist geil. Das ist wirklich geil. Kann mal sitzen, Donny. Ja, Entschuldigung, ich habe meine Bierflasche weggestellt. Bisschen wie Wild West, ne? Wo ist das, die Startaufstellung? Bin ja noch, oder? Ja, jetzt ist besser, oder? Jetzt kommt jetzt die Mannschaftsaufstellung. Na, jetzt singen die die Nationalhymne oder so. Jetzt stehen die aber genau falsch für den Scheinwerfer. Ja, links. Habt ihr einen Moderator? Auf der Straße und eine Reihe bilden. Reihe bilden. Habt ihr einen Moderator? Ein Rücken. Ja, Thorsten ist unser Moderator. Ja. Oha, das ist ja richtig wie im Westen. Oh. Thorsten, mach mal den Moderator, kündige mal beide Teams so ein bisschen an und so. 10 Schritte, würde ich sagen. Also jetzt kommt erstmal hier die Einlaufmusik nochmal von vom Royal Empire. Kurz Moment, wir müssen das für die Zuschauer anbinden. Ich will jetzt Ich weiß, ich kann mir gar nicht vorstellen, wer. Verdammt, noch eins. Deswegen. Das ist ein Community. Ja, sind wir durch? Ich hab gerade angefangen, es zu fühlen, Mann. Ja, fast. Also dann, Ladies and Gentlemen. Reißt euch zusammen, Krieg ist die Hölle. Wie viel sind 10 Schritte? Eins. Warten Sie. Oh Gott, Mann. Rüttelsberger, du hast zwei, wirklich kaputt gemacht. Und drei. Und fünf Schritte. Eins, zwei, drei. Haltung einnehmen und sein. Und Feuer. Ohne Runde Nachlauf. Und. Ich sehe zu, dass er weg ist. Leute, in Salven. Wie wirken wir denn? Halt, stopp. Reihe bilden und dann in eine Salve. Von der Seite? In eine Salve. Und. Du bist ein Feuer! Und nachladen? Oh, da krieg ich auch ein bisschen Bock. Ne? Bei 3D schießen. Feuer! Sehr gut. Und. Grayson, du hast doch die Kanone. Ja, und hab Feuer! Ich abgefeuert! Ey, richtig coole Effekte, oder? Ja, und kommt echt noch Feuer! Einer umgefallen? Und. Ich habe das Gefühl, dass. Mir sind die armen Hündeleid, die sich jetzt erschrecken. Durch den ganzen Lärm. Beste wie zu Silvester. Also am besten wäre es ja jetzt nur noch, wenn die Cops auftauchen würden, ne? Ja, was bitte? Und am besten wäre es ja jetzt nur noch, wenn die Cops auftauchen, ne? Ja, das stimmt. Und Feuer! Wir flankieren sie! Und anlegen. Und Deckung. Tiki ist hinten. Und alle runter über den Kopf. Sollen wir stürmen? Jetzt haben wir schon 3000 verschossen. Scheiße, sie gehen nicht zwischen den Zuschauern. Und Feuer. Von hinten. Oh, verdammt, wirklich. Gib mir Deckung. Wow. Fixer. Also bei einem sauberen Schuss könnt ihr die in der Row absahen. Sag ich, wie es ist. Hast du mitgekriegt, wie knapp da gerade ein Schuss zwischen uns durchgeflogen ist? Ja. Oh, wer hat ihn denn getroffen? Aber schlieb die Gefahr. Ich hab nicht getroffen. Damo, alles gut bei dir. Der Feind wird zurückgedrängt, wir müssen pushen. Und der Löwe läuft. Guck mal, der eine ist auf der Fastlane. Ja, die anderen sind ja alle Jungle, so wie ich sag's. Ja, ganz genau. Die farmen wieder, bis sie das ganze Equip haben. Ja. Wo sind denn die Camper? Du Thorsten, ist das jetzt hier sind die Camper. Sachen jetzt nehmen und uns drinnen aufbauen? Was bitte? Wir müssen jetzt einfach drinnen aufbauen. Ah ne, für die ersten Tage fände ich's hier ganz gut mit verbalen Provokationen. Und dann gehen wir rein. Ich würde sagen, sie sind ziemlich abgelenkt gerade. Achso. Oh, ich stehe jetzt aber ungern wieder auf, Alter. Ja, ist gerade so gemütlich, ne? Ja, zwei dumme Eingedanke, würde ich sagen. Oh, jetzt kommt lieber Jungle. Oh, jetzt hat's Empire aber Highground, ne? Jetzt wird's schwierig. Ja. Scheiße, die Schlacht verlagert sich.
Ich wollte, also mich. Ich gebe erst auf, wenn einer anfängt, eine Sandhäckchen zu bauen. Ich glaub, das Empire macht also, Rorschach. Ich schätze, ich wette mal 1000 Dollar, dass wir gleich laufen müssen. Wieso? Wo willst du denn hinlaufen? Ja. Unsere Karre gleich Löcher hat, meinst du? Ungünstig geparkt, sag ich mal. Ja, ich würde auch sagen, unsere Karre ist gleich durch. Bitte, Wichser. Ja, was ich will, bist du. Donny, hast du Umtauschrecht? Naja, bei den Devils. Thorsten, wie drüber ist das Ganze? Wir wollten ja eh hier schlafen. Also ich, passiert da jetzt noch mehr oder was das? Ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwann wird der immun ausgehen, nehme ich an. Ne? Ja gut, okay. Also ich habe. Also ich find's ganz gut, wenn du dich jetzt also wirklich mit einmischst, auch aggressiv. Genau, jetzt machst du einfach alle. Also du meinst, wenn ich jetzt auf Brettchenbasis reinhalte, ja? Wenn du dich jetzt quasi in so einem Busch hier versteckst und von hinten alle wegziehst. Oh, das wäre super. Also ich glaube, ab morgen ist hier ein Farmspot für Messing. Wo ist ein Vito eigentlich? Ja, ich hoffe. Oh, da, ich habe mir so mehr erhofft. So viele Ebenen verwirrt. Ich habe mir mehr. Ich dachte, die schießen jetzt wirklich auf seriös und dann haben die beiden gewinnt. Ja, 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 ich habe auch irgendwie auf einen proper Shootout gehofft. Das Ding ist so. Ja. Also. Oh, es geht. Jetzt gerade. Ist halt cool. Hab den Helm mitgebracht. Die Scheiße, weißt du, ich meine? Irish, das ist nicht das, was wir suchen, ne? Nee, ich habe jetzt auch ein bisschen mit was anderem gerechnet. Ich dachte, Blut und Verderben, Blut und Verderben. Ja, aber das ist halt einfach nur. Nee, nee, es geht um ein anderes Thema. So. Lass uns nicht drüber reden. Das ist ein Theaterstück. Ja, genau. Das ist ein Theaterstück, genau. Live-Theater. Hey. Wir dürfen die auf jeden Fall nicht dazu rufen, dann machen die weiter. Ja, das. Also ich sag euch ehrlich, die arme Umwelt, man, wie viel Blei da jetzt rumliegt. Park Ranger anrufen. Oh Gott. Oh Gott, das wäre witzig gewesen. Bei uns ist kein Platz mehr. Auto. Anderen Auto, linkes Auto. Verschwendet! Eine gute Zeit für Werbung. Kannst du mir kurz dein Auto lassen, Heinrich? Wieso? Ja. Werbung. Nelson. Die Werbung. Nelson, dann mach ich meine Werbung. Wie, mit meinem Wagen? Mach das Kofferraummaschinengewehr bereit. Achso, ja, klar, mach. Alle runter! Ich bin alle! Scheiße, Tester! Neuer Munitionskorb! Ihr Wichser! Nochmal Tester, los! Ich brauche einen Munitionskorb! Bereit! Laden! Gott, versteck dich doch bitte nicht hinter dem Krieger, Wichser. Hey, dies war unsere Werbeklingelstunde. Noch eine Salbe, Pass auf jetzt. Oder Tiramisu, oder was du wolltest, ey. Oh, Scheiße. Oh. Ach, die Cops sind schon runter, da. Alle runter, oh Gott. Die Cops sind schon da, nach ungefähr 40.000 Schuss. Ja, jetzt ist glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir abhauen sollten. Ach Gott, die Jungs ist nett. Der Krieger hat super Deckung geboten, auf jeden Fall. Danke. Gerne. Ich hab auch keine mehr. Alle weg hier. Ach Gott, von du. Gut, Jungs, Ja, war los, wir sehen uns. Ja, wenn die Cops uns verfolgen sollten, also die werden uns nicht verfolgen, aber wenn sie sollten, wäre cool. Warte, Vater, dann. Na gut. Ich habe fast nichts verstanden, aber er lag auf dem Boden die ganze Zeit. Mein scheiß Anträge ruinierte. Du, ich sag dir. Meinst du, diese scheiß Insekten picket in diese scheiß Sand? Ziemlich sicher. Hallo, das Scheiße. Ja, definitiv. Den Anzug kannst du reinigen lassen, wie du, Mann. Ist der Kaschmir? Ja, okay, dann ist es jetzt Arschmir. Scheiße. Ja, du brauchst einen neuen, wie du. Am besten einen Ehrenlosen. Irgendeinen, der Pizza schreit. Ey, ich kenne ja gute Reinigers, eben ist auch meine Snyder. Okay. Soll ich dich wieder beim Park rausschmeißen, wie du? Weiß ich nicht, was machen wir jetzt? Schlafen? Nee, ich muss mich jetzt, also ich muss tatsächlich mich nochmal 5 Minuten mit jemandem treffen. Und dann hätte ich wieder Zeit. Soll ich mir eine Bad ankleben? Nee, da muss ich alleine hin. Ja, Scusi, Vito Scusi, aber du weißt, wie das ist, aber du kannst dich ein bisschen mehr öffnen, seh? Dann habe ich ein Gefühl, ich komme dazu und dann machst du die Buch wieder zu, seh? Wie?
Wie, du kommst dazu und dann mache ich das Buch wieder zu? Ey, sobald du, sagst, du hast andere Treffen, ich kann mich nicht verkleiden, deswegen kann ich aussehen wie du. Oh Gott. Ja gut, ich glaube, Vito, wir sind zum richtigen Moment da gewesen und zum richtigen Moment auch wieder abgehauen. Sehen. Gut, aber wenn du nicht willst, ist okay. Nee, das liegt nicht an mir, das liegt an den anderen. Die anderen, die Bronco oder was? Nee, mit Bronco hat das nichts zu tun, das ist ein anderer potenzieller Geschäftspartner. Oh Gott, ich fahre hier mal lieber ein bisschen außen, die Cops fahren wie Schweine. Nee, das liegt an den anderen. Die wollen Diskretion. Und du weißt, in meinem Geschäft, ne, Diskretion und so. Deswegen, ich wie gesagt, wir können uns in 5 Minuten wieder treffen. 5 Minuten? Wie schnell? Ja, ich denke nicht länger, also maximal 10. So, weil ich ja da auch noch hinfahren muss oder so, aber... Okay, dann setz mich wieder nicht auf die Bank. Ja, okay. Das schmeißt ich. Wenn du irgendwelche Leute vorgelabert, weil ich nur eine Käuferrede mache. Hallo, die war total nervös gewesen. Sieh, ich saß auf der Bank und habe eine Zeitung gelesen. Okay. Nee. Und die nicht. Und du hast Leute nervös gemacht, indem du Zeitung liest. Jetzt sehe, die kam dazu und haben mir die ganze vorgelabert. Ja gut, Vito, was soll ich dir sagen? Es ist halt heutzutage nicht mehr normal, dass Menschen irgendwo sitzen und Zeitung lesen, ne? Jetzt sehe, ich kann nur die lesen. Ciao. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ich kann lesen, der habe ich nur so getan. Ja, Amigo. Na, wie sieht's aus? Ja, wir können uns treffen. Ja, wo wollt ihr denn? Ich bin gerade in der Stadt wieder. Wir können uns auch am Stadtpark einfach treffen, wo du willst, Mann. Ja, okay, am Stadtpark sitzt jetzt gerade ein Kollege, so. Ich weiß nicht, ob ihr das verbinden wolltet, so. Was meinst du, Kollege? Von uns? Nee, ein Kollege von mir. Achso, nee, muss nicht sein. Nee, das denke ich nämlich auch. Lass uns auch, Rotes Parkhaus einfach unten drin. Rotes Parkhaus, wo ist denn das nochmal? 3201. Okay. Also in der Nähe vom Stadtpark, nur 2 Querstraßen weiter. Okay, alles klar. Okay, bis gleich. Gleich. Na Jungs, was geht? Hola, Irish. Hola, amigo. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die beiden Parteien sich schon kennen. Geht um die Derby. Hey, kannst du dich mal kurz entspannen, amigo? Ja, klar. Warum? Oh, komm mal rüber, sieh. Darum. Ja, okay. So geht's auch, amigo. Ja, wie gesagt, so, ich gehe mal davon aus, dass die beiden Parteien sich schon kennen. Wie gesagt, 2 Kilo. Passte.
optimalerweise so schnell wie es geht und für die Devils. Ja, okay. Gut, dann hat sich das Problem gelöst, Mann. Nee, deswegen, genau. Das Einzige, worum es nur noch geht, ist, was stellt ihr euch vor? Wir haben die Devils, wir sind mit denen in einer Partnerschaft, Amigo. Ja, ja, klar, aber eine Partnerschaft läuft ja auch nicht ohne Geld. Nein, nein, du verstehst uns gerade nicht. Wir haben da ein Abkommen gemacht mit den Devils. Sieh, es geht um diese 2 Kilo Paste. Okay, was ist das Abkommen? Wenn ich fragen darf? Weißt du, wie soll ich dir sagen, Heidrich, wir kennen dich zu wenig, um dir jetzt das zu sagen, was wir da für ein Abkommen gemacht haben. Okay. Das ist ein Abkommen zwischen den Devils und uns. Genau, wir wissen ja nicht, in welchem Verhältnis du überhaupt mit den Devils stehst, Mann. Ja, in einem guten, sonst hätte Sigi mich wahrscheinlich nicht wieder hierher geschickt, ne? Ja. Alles gut, aber wie gesagt, also, wir haben das geklärt mit den Devils, mit diesen 2 Kilo Paste. Habt ihr? Ja, ja, haben wir geklärt schon bevor wir uns mit euch getroffen haben. Also seid ihr euch sicher, dass da kein Missverständnis vorliegt? Nein. Naja, wieso? Weil ich gerade mit Sigi gesprochen habe und Sigi meinte, ja, dann fahr runter, klär das. Ja, keine Ahnung, mir vielleicht hat er auch wieder nicht so richtig zugehört. No, wir haben da ein Abkommen gemacht und sind uns da auch einig gewesen und ja. Alles klar. Das, er sollte sich eigentlich bei mir melden, habe ich ihm gesagt. ob derjenige das jetzt macht oder nicht. Und siehst du, er hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, also hat er dich angerufen. Nee, ich glaube, weil er es falsch verstanden hat. Ja, dann werde ich ihn gleich nochmal anrufen. Ja, dann ruf ihn am besten. Dann werde ich ihn das gleich nochmal verstehen. Ja, alles klar, weil du verstehen ja, 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 weil ich glaube, das ist gerade ein Kuddelmuddel hier. Ja, ich rufe ihn vielleicht jetzt an am besten, solange wir noch mit Irish stehen. Also es kann halt sein, dass dann da. Dass er gerade mit. Da ist was falsch. Ich meine, dass er gerade was mit Cops zu tun hat, so, weil, wie gesagt, da oben war halt gerade die Schießerei und da sind ein Haufen Cops hingefahren, so. Okay. Aber was sagt man, Migo, wenn wir hier schon stehen? Ja, das wird ja nicht die letzte Möglichkeit sein, wo wir ein Geschäft miteinander machen können. Ja. Ihr seid ein. Was ist das eigentlich für ein Laden, was ihr da macht? Scheiße, wir sind einfach ein Pornshop, ne? Was ist das denn, Mann? Ja. Ist das, ihr kauft an und verkauft Dinge? Genau, Mann. Okay. Zu uns kannst du irgendwelchen Shit bringen, keine Ahnung, Mann, Playstation, so und so weiter und so fort, ne? Okay. Ne? Die kommen dann bestimmt aus irgendeiner Hausauflösung oder so, ne? Oder deine Grandma will die loswerden oder so. Okay. Und kannst du bei uns ganz legal. Ja. Okay, aber ich meine, wir sind ja jetzt schon an so einem Punkt angekommen, Amigo, wo wir auch die Karten auf den Tisch legen können. Da brauchst du mir auch nicht über PlayStation kommen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Jetzt wäre die Frage, wenn wir in Zukunft zu einem Geschäft kommen werden, und das denke ich, das werden wir, was habt ihr denn Interessantes für uns? Ich meine, damit du mal Bescheid weißt, um das zu verteidigen, was wir machen, brauchen wir eventuell ein paar Dinge, an die wir noch nicht drankommen. Verstehst du, was ich meine? Ich kann ein paar scharfe Gegenstände, scharfe Dinge, Mann. Ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht da irgendwann irgendwie einen Kontakt ergeben kann. Okay. So. Und dass wir euch da auch helfen können. Aber ich kann euch auch eins sagen, ihr müsst euch mit Bronco gut stellen. Und ihr habt ja schon gemerkt, Bronco hat eine bestimmte Art, mit Leuten umzugehen, so, ne? Das ist am Anfang immer so und irgendwann ändert sich das ein bisschen. So, und ich weiß nicht, Miguel hat euch doch wahrscheinlich was gegeben, oder nicht? Welcher Miguel? Na, Miguel. Der Bruder von Kiko? Das, was brennt, meinst du? Ja. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und das war sozusagen so einfach mal mein nettes Angebot, dass wir uns auf einer, weißt du, auf einer Ebene treffen. Okay. Ja, das Ding mit Bronco ist, wir kennen diesen Mann nicht so, ja, und der scheint sehr mürrisch zu sein. Ich weiß nicht warum, aber wir sind so, wie wir sind, Amigo. Und wenn, nicht jeder mag uns, nicht jeder mag dich wahrscheinlich oder so, weißt du, was ich meine? Also, an uns, es liegt immer an zwei Parteien, sich zu versöhnen, und also wir haben ja keinen Streit, aber in ein gutes Verhältnis zu haben. Ja, und wenn der mürrische Bronco kein Interesse hat, mit uns ein gutes Verhältnis zu pflegen, dann ist das ja nicht unser Schuld. Ja? Pass auf, ich habe mit Sigi geredet, ja. Er meinte, weil du dich so gut ins Zeug gelegt hast. Nein, verstehe ich auch. Ja. Sieh, du bist Geschäftsmann, das muss man auch respektieren.
geben wir dir diese 2 Kilo, aber du musst uns trotzdem noch etwas Zeit geben für diese 2 Kilo. Ja, ist ja klar. Okay. Ich würde sagen, ich würde mich morgen Mittag bei dir melden oder morgen Abend. Ist das okay für ja, dich? Ja, ja, tendenziell, mich kriegst du immer eher abends. Abends, ja, das ist sogar noch besser für mich. Okay, ja, dann ja. Würde ich mich morgen Abend bei dir melden. Wenn ich es zusammen habe, dann würde ich es dir dann vorbeibringen. Ja, ist okay. Wollen wir das so machen? Ja, ist doch cool. Okay, bueno, dann machen wir das. Alles klar. Ja. Alles klar. Okay, dann haben wir das jetzt geklärt. Ich habe schon mit Irish geredet. Er meinte, wenn wir in Zukunft auch Geschäfte machen, dann müssen wir uns gut mit Bronco stellen. Dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass ein gutes Verhältnis bis immer liegt an zwei Parteien. Bro, ja, ich hab ihm vorhin schon einen kleinen Lockerungsdrink gegeben. Alles gut. Das ist vielleicht immer so negativ. Er ist ein Miesepeter, wie die Leute das sagen, aber ist doch okay. Bronco ist 100 Jahre alt, Mann. Der hat einfach schon viel gesehen und der ist allem, alles und jedem gegenüber misstrauisch, was halt auch gut ist, weißt du. Und wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ich sag mal, ich bin der zugängliche Teil, weißt du. Also ich bin der, mit dem man halt eher mal reden kann, so. Heißt aber nicht, dass ich ein lockeres Mundwerk habe. Ne? Das heißt, dass mich Sachen in die falsche Richtung verlassen. So, das wird halt nicht passieren. Deswegen kläre ich halt alles ab. Und ich sag mal so, wenn ein Geschäft erfordert, dass sich eine Partei euch gegenüber zeigt, so, und die Partei will das nicht, dann kommt halt einfach kein Geschäft zustande. So, ne? Ich zwinge halt keinen, ich verrate halt keinen, weil ihr wisst ganz genau, wie das läuft. Jemand wie ich, wenn er bei den falschen Leuten das Falsche sagt, ist er entweder sein Geschäft los oder hat eine Kugel im Kopf. So, ne? Richtig. Genau. Und ich sag mal so, ich stehe nicht so auf Blei und ich mag mein Geschäft. Okay. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und, ich verstehe das voll und ganz. Und deswegen arbeitet Sigi halt mit mir zusammen. Und ich sag's euch so, wenn halt dann kein Geschäft zustande kommt, dann kommt dann halt kein Geschäft zustande. Dann hab ich halt keine Provision, aber der Rest ist mir dann halt auch egal, weißt du? Nein, nein, du kriegst die 2 Kilo. Ja, ja. Das schön. Und wie gesagt, du musst uns halt nur noch Zeit geben bis morgen. Ist alles okay so, ne? Ich gehe nicht. Weil bei Ihnen eilt das jetzt auch gerade nicht. Er meinte gerade nur zum Kopf, der Idiot, Moment, ich muss kurz einen Drogendeal abschließen. Und dann habe ich sofort aufgelegt, natürlich. Ja, ja, wie gesagt, Sigi ist laut und Sigi ist wild. Ja, ja. So, und ich bin das Gegenteil. Mich seht ihr in der Schießerei maximal als Zuschauer, mich seht ihr bei keinem Shopraub. Mich seht ihr nicht bei irgendwelchem anderen Scheiß und ich bin in den seltensten Fällen da, wo der Stoff ist. Bin ich gut. So, und das sind meine Prinzipien. Ich rede nicht, ich rede ungerne über irgendwelche anderen Leute. Ich kümmere mich halt einfach nur um mein Geschäft und das Einzige, was für mich zählt, sind grüne Scheine. Bei mir soll es auch sein. Genau, bei mir landen viele Informationen. Ich kann vielen Leuten viel bieten, aber es kostet halt auch und ich biete es halt nur gefiltert an. Ich hätte mal eine Frage, Irish. Ja. Sigi hat uns gesagt, wir sollten mal an den Hafen fahren, an ein italienisches Restaurant. Dort mal essen. Ja. Was meint er damit? Da ist so ein Ruhepol, meint er. Ja, genau, Mann. Das ist tatsächlich mein Kumpel. Okay. Und auch Sigis Kumpel. Und ich sag's mal so, das ist halt immer ein sehr, sehr guter Ort, wenn man mal Sachen auf den Tisch bringen will, ohne dass halt sozusagen Waffen im Spiel sind, ohne dass irgendwer zuhört und so weiter und so fort. Das, ne? Finde ich gut, okay, sehr gut. Genau, das ist links neben dem Pier, eine kleine Pizzeria direkt unten am Strand. Ah, ja, ich habe die mal gesehen, okay. Mhm. Fahrt einfach ab und zu mal hin, geht ein bisschen Pizza essen so und gegebenenfalls könnt ihr ihm dann halt noch sagen, liebe Grüße von Irish und Sigi so, dann weiß er schon Bescheid. Bueno, sehr gut. Mhm. Okay, Irish, dann wollen wir deine Zeit gar nicht länger verschwenden. Ja, ich eure auch nicht, aber wie gesagt, alles gut. Ich hab noch eine Kleinigkeit für euch. So, einfach nur, ich sag mal, ich liebe Kleinigkeiten. Ja, ja, des guten Geschäfts. Wer hat denn Lust auf die Kleinigkeit? Ich habe wirklich. Sehe ich hier. Also okay, hier. Der mag gleich als erstes, ich sag, dem will ich das gar nicht geben. Ich glaube, ihr könnt damit mehr anfangen. Alles klar, ich denke schon, sie. Ja, viel Spaß damit auf jeden Fall. Gracias, amigo. Gracias. Und, wenn wir irgendwas Gutes für dich tun können, dann lass uns das wissen. Sie ja, wenn ihr irgendwie Dietriche braucht oder irgend so ein Scheiß, ne, man kann halt immer beim Pornshop vorbeikommen. Oh, das ist gut, weil ich habe echt keinen Bock, mich mehr zu bücken, ja, das sage ich dir.
Ich sag's dir so, nervig. Ich meine, das Ding ist im Endeffekt, wir haben halt auch nur Leute, die sich für uns bürgen. Das geht. Okay. Und dementsprechend kostet das Ganze natürlich auch was so, aber... Klar. Was kostet ein Dietrichburg? Also wir kaufen die für 200 ein und verkaufen die für 250, so, weil du, okay. du findest... das ist aber auch okay. Das ist fair, Mann. Das ist okay. Klar, Mann. Genau, und zum Pornshop, also ich sag mal so, ich sehe das beim Pornshop eher so ein bisschen so als Dienstleistung, so, ne, als eine Sache, die gehört halt irgendwie so ein bisschen zum Geschäft dazu, deswegen machen wir da halt auch keinen Schnapp dran, so, ne. Finde ich auch gut. Nein, finde ich gut. Der Preis ist auch vollkommen okay. Ja, für die Arbeit, die da drin stecken. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es einmal probiert, nie wieder. Ja. Und es wird immer schlimmer, sage ich dir. Es wird immer schlimmer. Und vor allen Dingen Leute zu finden. Ne? Dementsprechend, Jungs, ich wünsche euch was. Wir hören uns. Haut rein. Adios. Wir lassen uns kurz mal unterhalten. Ja, ich glaube, das waren 10 Minuten, oder? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich stehe vor deiner Bank und deine Bank ist leer. Welche Bank? Na, auf die ich dich abgesetzt habe. Bin ich jetzt zu dem Mirapark Taverne gefahren, in dem Mirapark. Wir sehen uns da, mein Lieber. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Ja, das ist sowieso alles bisschen geil, so, ne? Aber gut, jeder fängt halt anders an und ich will halt unbedingt gerne so ein bisschen auch deepere Filme fahren. Jetzt am Anfang ist das alles noch so ein bisschen schnelllebig. Ich würde es gerne noch ein bisschen langsamer gestalten. Aber keine Ahnung, ob das so funktioniert. Das muss man halt gucken. Aber ich glaube, dafür müssen wir noch so ein bisschen entspannter werden, uns alle noch ein bisschen kennenlernen, so. Und naja, gut, ich meine, im Endeffekt, die ganzen Geschäftspartner, die wechseln jetzt sowieso. Jawohl. Und ich habe Moritz Hunger. Ja. Ich gehe irgendwo rein, will gerade gemütlich was essen und schon klingelt wieder mein verficktes Telefon. Sag mal, ja, das Problem kenne ich. Sag mal, ich brauche gleich eventuell was von dir. Ich muss noch ein Auto abchecken, ob ich's hab. Aber hast du so ein, zwei Flaschen Aceton da? Aceton? Aceton, ja. Ich glaube tatsächlich zwei, ja. Mach mal Daniel das Tor bitte zu. Weil das bräuchte ich gleich eventuell. Ich muss noch ein Auto eben abchecken, weil wir wissen nicht mehr, wo wir uns das Kind getan haben. Ja, GPS, Habibi, ne? GPS. Wenn man zu viele Autos hat, sag ich nicht. Achso, ja, alles klar. Und ja, nicht jedes gehört dir GPS und so, ja. Ist lustig, ja. Ich weiß auch nicht, was so geklaut wurde und wo nicht, so keine Ahnung. Ich hab nichts gehört. Was würdest du denn dafür wollen? Keine Ahnung, Mann, ich weiß gar nicht, was der Scheiß aktuell wert ist, so. Gar nichts wahrscheinlich, weil du damit nichts machen kannst, faktisch jetzt. Naja, also, ich sag mal, man kann ja was damit machen, so, aua, deswegen willst du es ja haben, ne? Achso, das stimmt wohl. Das ist nicht mein Foto. Also ich habe, ich sag mal so, ich habe gehört, die verkaufen das oben für einen Taui. An der Apotheke. Ja, nee, du musst mir keinen Taui Pro geben. Die verkaufen das in der Apotheke? Ja, Bruder, du musst dich bloß gut anstellen. Dann kriegst du in der Apotheke, aus der Apotheke, kriegst du Schwefelsäure und Aceton. Aber ich glaube für einen Taui Pro. Oh, crazy, okay. Das ist eine gute Info. Ja, also in der Apotheke kriegt man auf jeden Fall viel, ne? Wie gesagt, Felgenreiniger, okay. Whatever. Ja, aber ich würde jetzt dir zwei trotzdem abnehmen. Ich fahre mal hin, wie gesagt, ich glaube, ich bin gleich da. Komm gerne zum Pawnshop einfach. Pawnshop, okay. Wir sind gleich da. Genau, wir treffen uns da. Ich kann es hier nicht garantieren. Ja, mir wird auch einreichen, egal. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob wir die noch da haben oder ob die irgendwo anders. Ja, alles gut. Ob die irgendwo anders raus ist. So, ne? Okay, ich guck nach. Bis gleich. Ja, bis gleich. Slow aufzubauen ist auch viel geiler. Ja, definitiv. Es ist halt auch einfach viel, viel geiler so, ne? Das Problem ist, was man halt hat, ist ja irgendwie auch so,
du musst halt immer richtig, richtig gut informiert sein, so, ne? Und du musst halt schnell viel, viel wissen, so, damit du halt irgendwie mit dem Pace mithalten kannst, ne? Weil nur wenn du eigentlich fast immer, ich sag mal, die wichtigen, guten Infos liefern kannst, bist du halt bei dem was wert. Ansonsten, ne, brauchst du entweder Items oder Mannstärke oder dergleichen, ne? Und wenn du halt klein bist und wenig Leute hast, dann musst du halt eigentlich meiner Meinung nach immer irgendwie Infos am Start haben, mit denen du in irgendeiner Weise arbeiten kannst und die du den Leuten zur Verfügung stellen kannst, so, ne? Das ist aber immer so eine Sache, ne? Ich glaube, im Red Dead RP wäre ich mit der Herangehensweise ein bisschen besser. Vielleicht auch auf einem anderen Server, also ohne jetzt irgendwie Sektor zu dissen oder so, das ist natürlich, steht natürlich nicht, ne? Aber ich weiß nicht, ob das RP, so wie ich das jetzt hier gerade versuche, ob es dafür hier sozusagen den Nährboden gibt, so, ne? Und die Leute, die darauf Bock haben, das weiß ich halt immer nicht. So, das muss ich immer gucken. Oder beziehungsweise da muss ich mich auch noch so ein bisschen reinfühlen, weil aktuell läuft das ja irgendwie alles ganz gut und ich würde halt irgendwie auch gerne nochmal gucken, ein bisschen tiefere Filme zu fahren. Also noch so ein bisschen langsamer und noch so ein bisschen atmosphärischer irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, jetzt auch so gerade bei den Sachen, die jetzt hier alle gelaufen sind, du springst halt irgendwie von Szenerie zu Szenerie zu Szenerie. Komm rein. Ehrlich, mit dem Wagen durch die Stadt zu fahren, sich wie teleportieren, ne? Ja. Vor allen Dingen, Also 230 durch die Innenstadt ohne Hobel. Ach Gott, Alter, leg mich am Arsch, du bist ich hab, der Ich hab Angst, mit dem Wagen in die Stadt reinzufahren mit Fullspeed, wenn ich alleine drin sitze, weißt du? Ja klar, einfach nur, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du wen triffst, wenn es scheiße läuft, ist halt einfach 300%, ne? Hier. Ich hab auch, oh, danke dir. Ja. Ich habe auch die Sorge, echt. Ja, ich habe gerade so ein paar Leute kennengelernt, die gerade 3 Stunden eingebrochen sind in Häuser und mir versuchen weiß zu machen, dass die ja nichts vorhaben, außer Aceton zu suchen. Und deswegen will ich mal gucken, was die jetzt erzählen, wenn ich Aceton gebe. Ja. Also, wie gesagt, so, ne? Apotheke ja. Ist dafür der perfekte Anlaufpunkt. Dimi, weißt du was, Mann? Scheiß drauf, gib mir dafür nichts. So, ja. Lass einfach laufen. Wir haben ja heute, ihr habt uns ja heute auch auf jeden Fall schon gut weitergeholfen, so. Und, gucken wir einfach mal, ne, was so die nächste Zeit ergibt. Ja, ich merke schon, ich denke, es wird spannend. Ne? Ja, Dani ist auf jeden Fall wieder nervös, so wie die Räder sich drehen. Ja, der will fahren. Los, Dani, ab auf die Straße mit dir, verpisst euch. Das muss ich für mich halt irgendwie auch noch so ein bisschen rausfinden, weil, ich sag mal so, ich kann ja natürlich irgendwie auch das RP nicht aufzwingen, so, oder auch beziehungsweise nicht erzwingen. Vielleicht muss ich halt einfach mein RP ein bisschen an diese ganzen Sachen anpassen, so. Es tut mir leid. Nee, ist alles gut, Mann. Ist alles gut. Ich habe tatsächlich auch nur eine simple Frage an dich. Ja? Sag mal, kennst du zufällig ein Trio, das heute Luxury Cars ausgeraubt hat? Nö, bin ich nicht. Echt nicht? Aber ich wurde dafür auch schon an die Wand gestellt. Für das Luxury Cars? Wir müssen langsam hier raus. Fürs Luxury Cars Ding wurdest du an die Wand gestellt? Nee, ja, also. Laufen. Ich wurde gefragt, ob wir das waren. Wir wurden an die Wand gestellt bei uns, weil wir ähnliche Klamotten tragen wie die Leute, die es waren und die ähnlichen Sonnenbrillen.
Ah, ja, ja, okay. Du, ich sag dir ganz ehrlich, wäre mir jetzt persönlich auch scheißegal. Ich würde es keinem erzählen. So, das Ding ist, mich hat halt einfach jemand angerufen, die mal Knarren weggenommen wurden. So, und ich hätte halt dafür gesorgt, dass ihr sonst die, ich sag jetzt mal, gewinnbringend verkauft hattet, weißt du? Ist so. Ja, wie gesagt, wir wurden auch schon an die Wand gestellt für. Ja, ja, nee, ist okay. Wie gesagt, ne, du weißt, ich neige nicht dazu, Leute zu snitchen. So. Okay. Mein Lieber, dann danke auf jeden Fall für die Info und wenn irgendwas ist, ruf mich an, ja? Ja, easy. Wir müssen noch reden, wenn der hier Bomben, ne? Das kriegen wir auch noch hin. Sag das nicht so laut am Telefon, sonst kriegen wir Ärger. Ah ja, stimmt, das, ich hab's vergessen, nicht am Telefon. Ja. wegen der Bombenparty, meine ich. Ja, genau, wegen der Bong, wie wir ruppen wollten auf der Party. Richtig. Ja, definitiv. Na, alles klar. Alles klar, mein Lieber, hau rein. Dass der Laden auch existiert. Okay. Denn wenn du das nur in deinen Namen schreibst, dann sehen die Leute das dann nicht. Die sehen es wirklich nur. Doch, die sehen es, die gucken, die suchen ja, wo mein Laden ist. Hey, ciao, ey. Ja. Hi, das war ciao, der Ben. Ja? Essie, ja, der habe ich eine Guinness-Card gestellt von dem Mann. Oh ja, perfekt, danke dir, Mann. Grüße. Ja, ich muss nochmal kurz um die Ecke fahren. Du weißt ja, wie das ist. Bitteschön. Willkommen. Oh, danke, Mann, danke, Mann. Oder? Soll ich mitkommen? Ja, nicht, aber dann müssen was? Die Leute nee, ich ja musste. Auch direkt. Deswegen bin ich so spät. Entschuldigung. Dann müssen die Leute ja auch direkt deinen Laden suchen im Wienert. Ganz ehrlich, sollen sie? Also ich finde das ganz nett, dass die Leute da immer reinschreiben, haben geöffnet und haben geschlossen. Nee, gut. Guck mal, du kannst direkt die Leute, wenn die wollen, dann können mich persönlich anrufen, können auf die Leiter. Jetzt ruft dir niemand auf die Leiter an. Ist einfach so. Die Leute haben Lust, keiner auf der Leiste anzurufen. Entweder fahren die vorbei, Lader zu, hat er geöffnet. Oder wenn die dort anhalten, ich sage dir eins, die meisten gucken in die V-Net, gehen auf die Seite und gucken, was hat der letztes geschrieben. Wenn die direkt den Namen sehen, open oder close, dann wissen die direkt Bescheid. Ja, aber also ganz ehrlich, nicht. Also wenn ich jetzt das sehen würde, ja, ich war ja in ihrem Laden noch nicht, dann würde ich mir denken, also wenn da geschlossen steht, dann bedeutet das für immer geschlossen oder so. Also wenn Open-Close, was Probleme? Naja, ist geöffnet oder halt geschlossen, aber für immer halt oder so. Also, so Scheiße, warum schreibt ihr nicht einfach in die Beschreibung, ruft einfach an? Nehmen wir abgesehen, aber Moment mal. Also, wenn da steht close, ich schreibe nicht close forever. Ja, schon klar, aber also, weiß jemand von euch, was ich meine? Also Ich weiß, was du meinst, aber ich würde das so in dieser Hinsicht würde ich gar nicht damit reininterpretieren. Gar nicht. No, überhaupt nicht. Wenn der Laden geschlossen ist, kriege ich von dem Laden nichts mit. Nee, und wenn der ganz geschlossen ist, guckst du halt nach, wenn du denkst, der hat geschlossen, guckst du halt den Profilpunkte nach, war der letzte Post. Ach, das ist mir zu viel. Ich kenne mich so und so nicht mit diesem V-Netz so ganz aus. Sehr. Also vielleicht war ich deswegen noch nie bei Ihnen im Laden. Du arbeitest jetzt 2 Tage in einem Taxi, du weißt ja nicht mal, dass du sonst heute gefahren hast. Sag mal, Vito, war eigentlich dein Praktikant heute da? Es ist nur, der wollte heute nicht kommen, aber ich habe was anderes zu tun gehabt. Okay, aber er hat dich angerufen. Der kam ein bisschen später, ist ja normal in der italienischen Ferse. Aber ich kam mit dieser andere Typ, wo wir drüber gesprochen haben. Okay. Ja, aber ich habe auch zum Beispiel erst hier, ja, also hier, mein guter Freund, ja, hier, der Laden, verdammt, ich habe deinen Namen vergessen. Jackson. War der erste, ja, der Denn erste du hast ja von deinem Freund den Namen vergessen. Was bist du für ein guter Freund? Was bist du für eine gute Freund? Das stimmt ja auch. Ich höre tatsächlich das erste Mal, dass wir Freunde sind, aber okay, weiter. Also, das ist ja wieder noch sehr ja. Der hatte dich gefremdzoned. Ja. Auf jeden Fall war er der erste Barbesitzer, wo ich reingestolpert bin. Ich wusste davor nicht einmal, dass es irgendwie sowas gibt, wie dass jemand das ins V-Net reinschreibt, dass es offen hat und zu hat und so. Ja. Also die Überlegung war nicht schlecht, dass man eine App entwickelt, wo man quasi sehen kann, welche Geschäfte hat er offen und welche hat er geschlossen. Aber das mache ich schon die ganze Zeit, damit ich meinen Laden habe, schreibe ich immer mit dem Profil, offen oder geschlossen. See? Ja. Und ich meine, es gibt ja sogar Live-Invader, ne? Die rufst du an, dann machen die dir extra für Social Media so einen ganzen Scheiß fertig, damit du halt auch extra schöne Sachen hast, die du posten kannst. So. Ach so. Richtig. Ja. Na gut, ich bin noch recht neu hier, also.
Ja, aber meine Frage ist jetzt, was ist denn deine ganze Intention dahinter? Möchtest du einfach das V-Net sauber machen? Oder meine Intention ist nicht, dass... Pass auf, ich brauche mir nicht wirklich viel... Also wie soll ich sagen? Ich gebe mir viel Mühe für meinen Laden. Vor allem, was die Marketing angeht. Und ich habe auch kein Problem, gegen Konkurrenz zu schießen. Ja. Ich ganz ehrlich zu dir. Ich meine, ich mag dich und ich glaube jetzt, dass wir jetzt keine große Konkurrenz sind. Du hast deine Bar, ey. Richtig. Abends und ich habe ja quasi spätabends habe ich offen. Deswegen ist mir egal, ey. Aber wenn jetzt sagen wir, du willst ja noch Restaurante aufmachen, IT-Restaurante. Klar würde ich versuchen, irgendwie eine Konkurrenz zu Marketing zu machen. Und nicht. Selbstverständlich. Belebt einfach auch die Geschäfte. Belebt dein Geschäfte und belebt mein Geschäfte. Ja. Nie schlechte. Und ich sage dir eins, wenn ich gegen diese komische Scheiße an als Pizza, sagen wir mal, konkurriere, sehe und die rechte, sagen wir mal, eine Werbespot drehe, sehe, die ist auf jeden Fall alles komplette, sagt man, negativ regeln würde, sehe. Ja. Weiß ich ganz genau, dass die ist es, die erste Person, die direkt zu der Stadtverwaltung rennt. Das würde ich tatsächlich mit unterschreiben, ja. Okay. Auch nicht negativ gemeint, überhaupt nicht, aber ich weiß ganz genau, dass sie da. Wenn jeder Kunde, der irgendwie hinkommt, wird irgendwie, ich habe das Gefühl, wird halt, dass man sich nicht leisten kann, dass alles zu teuer ist und so weiter, keine Ahnung. Also über mich, Preise brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren, denn das haben wir ja gestern selber gehört, was die ganzen Ölmultis hier machen, ne? Also gut, wir brauchen nicht über dieses Container-Café reden im Norden, was für ein Stück Pizza $50 nimmt. Bei mir kostet eine ganze Pizza kostet $50. Ja. Bäh. Ne? Und ich sag dir danach, und, legst du dich am besten auf die Bank, weil du so satt bist, dass du erstmal ein Schläfchen machen willst. Und die ist verdammt gut. Die ist verdammt gut. Ja, das glaube ich. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. Es tut mir echt leid. Ich sage mal so, ich glaube, dass dieses ganze Geschäfte besser leben würde, wenn die Leute einfach die Konkurrenz mehr ernst nehmen würden, anstatt miteinander die ganze Zeit zu was gemeinsam machen zu wollen. Seh? Ja. Ja, und ich meine, im Endeffekt ist es ja natürlich dass die Leute nicht wegen deinem Essen kommen, sondern die Leute kommen wegen dem Entertainment, Mann. Essen kriegen die überall in der Stadt, aber du musst halt, weißt du, so du als Person bist halt die Bar, weißt du, die Leute kommen halt nicht wegen deinem Bier, sondern die kommen halt wegen dir, so, weißt du, und dementsprechend musst du halt auch dein Geschäft führen. Ich habe einen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wie heißt denn die Pizzeria? Ist eine Pizza Sieß. Bitte Sieß. Geh einmal zu den Kunden. Pizza Sieß. Ich lass mal ein Like da. Moin. Wie mach ich das? Mach mal ein Like da und 5 Sterne und eine gute Bewertung. Ja, ja. Ja, mach ich. Achso, muss ich das auch machen? Einmal Shisha oder für jeden eine Shisha? Wollt ihr Shisha, Jungs? 5 Sterne. Ja. Was gibt's denn? Geschmäcker. Ich hab alles Mögliche, von Tequila Sunrise bis Kaktusfeige, das stelle ich euch nach alles hier. Nach der Woche wird eine große Werbung voll mit Garnis. Dass er richtig ballern soll. Ja. Auch noch was zu trinken oder das Essen dabei? Orangensaft. Ja, dann muss ich mal vorbeikommen. Haben Sie auch vegane Pizza? Vielleicht. Ja. Also ein Orangensaft, 3 Schießers, ja? Vielleicht. Vielleicht? Ja, sehe. Na, ich bin Vegetarier. Meine Lieblingspizza ist Margarita mit Mais und Knoblauch. Ich kann so viel Mais draufpacken, wie du willst. Mais ist günstig. Lecker. Nee. Muss nicht zu viel sein. Und was für Käse verwenden Sie? Wechsel du. Und haben Sie einen Steinofen? Hallo da. Gott. Hoppala. Also rot ich hier. Was Scheiße, Vito, was machst du? Ich würde es gerne erklären, ich kann es aber nicht. Okay. Wie du zapfst, ist dein Bier gerne selbst. Hey, see, so. Hat mir zu lange gedauert, die Bedienung. Alter, das ist der Gastro-Tick, ne? Nee. Also, was hätte ich jetzt gesagt? Ich hab gesehen, hat er zu tun, wollte was eingießen. Sowas hätte ich gesagt, ich will eine Pizza Hawaii. Die kannst du dir aber anders abholen. Also, ja, das ist für mich eine Beleidigung. Das meinte ich ja. Nein, ich würde nie eine Pizza Hawaii essen, wirklich. Nee. Ach, scheiße, Vito, ich weiß, du hasst mich dafür, aber ich liebe es. Kannst du jetzt Mittagessen, das ist wie eine Kuchen. Ah, ich mag Kuchen. Nee. Wer mag nicht? Ich will vorbeigehen, da musst du das ganze Genülle alle hören. Und nee, einmal nee, so. Okay.
Ja, ich kann damit leben, bei dir keine Hawaii zu kriegen. So, und die ganzen Geschmacksrichtungen. Das ist eine andere gute Sache. Stelle ich euch jetzt einfach mal. Du kannst Sachen bekommen, da gehst du zwei, du brennst zweimal, du kannst Sachen bekommen, Dellen? Sardinen? Beides. Ja. Was für Käse verwenden Sie? Mit der Rechnung komme ich dann gleich nochmal zurück. Denkst du? Wie bitte? Was denkst du, was für Käse ich verwende? Ja, hoffentlich Mozzarella. Büffelkäse, seh. Büffelkäse, ja, Mozzarella, seh. Sehr schön. Eieiei, da muss ich wirklich mal. Und einen Steinofen haben Sie. Mann, Scheiße, Toni, Mann, was geht bei dir? Alles klar bei euch? Das ist alles natürlich. Ja, die schönste Glatze in der Stadt, bestens, Mann. Wow, ballert dieses Schiff. Geiler Shit, Mann. Und was treibt ihr so? Ach du, ich sag dir einfach ganz gemütlichen Abend, so, ne? Bisschen ausklingen lassen, so, ne? Du weißt ja, wie das ist. Gut und richtig. Gerne Bar. Scheiße, dieses Schiff. Jo, Vito, Mann. Wie geht's dir? Ganz gut, Mann, ganz gut. War ein aufregender Tag für mich, sage ich dir. Wirklich ein aufregender Tag. Warum aufregend? Ich hab Scheiße gesehen, Mann. Dankeschön. Was hast du denn für Scheiße gesehen, Toni? Scheiße halt, Mann. Wie, was für Scheiße, kommt Toni? Über solche Geschäfte spricht man nicht, Mann. Hallo, du warst doch der Farm. Ja. Oh, Scheiße, Mann. Er war bei dem Rinderhospiz, sage ich dir. Nein, Mann, ich sag's euch wirklich, ganz krasser Shit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in solche Sachen... Scheiße, Mann, das ist so viel für mich, ich sag's euch. Das ist auch so stark. Das ist einfach so viel für mich. Und Bier? Scheiße. Ich bin nicht gemacht für den ganzen Shit. Ja, Toni, ich muss mal ein bisschen dichter kommen. Jo, Irish. Warum lässt du dich dann in so eine Scheiße reinziehen, Toni? Scheiße, Mann, die Leute, die sehen mich. Jeder will was von mir, ich sag's dir, jeder. Ja, und was ich weiß nicht, warum. Musst du nicht machen. Ich mein, Toni, du hast ein süßes Gesicht, ne? Nein, also ja, das vielleicht auch, aber ja, natürlich habe ich ein süßes Gesicht, verdammt. Ich kann mir vorstellen, dass du im Knast auf jeden Fall hoch im Kurs bist. Ja, das glaube ich auch, Mann. Also, da will ich am besten nicht landen. Also, wenn du dich in den Laden Frischfleisch... Bin nicht der Problem. Ja, das, das wäre... Ich wäre wahrscheinlich Frischfleisch, ja, in der Tat. Okay. Sagst du, wenn du in der Dusche furzt, dann brüllt irgendeiner von irgendwo, das klingt nach meinem Arsch. So der wird immer gesagt, ähnlich ist der Platz. Ja. Nein, der kann gerne noch ein bisschen. Er bleibt noch von mir. Okay, können wir mal kurz abkommen von Tunis Arsch? Ja, bitte, genau. Danke dir. Hey, Mann, Geschäfte hier, Geschäfte dort. Wen gehört dein Arsch? Ja, sicher. Scheiße, mein Arsch gehört noch mir. Hoffentlich noch lange. Okay. Okay. Ja, Toni, wenn du in kranke Scheiße reingezogen wirst, ne? Sag mal, Toni, du hast gestern was erzählt von dieser Type, der da sitzt. Ja, gleich hinterher. Das ist Mike, was mit dem? Nee, Mike. Big Mike, war der Name. Ja, Big Mike, ja. Ich höre das in Atros, nicht. Nein, nicht so. Scheiße. Also eine Absage. Du kennst ihn nicht, der kam mal zu uns und hat dich heute wieder hingefahren zu mir. So eine Abzocke, Mann. Ich war gestern am Arbeiten. Ich bin doch ein Geschäftsmann. Und ich habe doch diese Rubbellose verkauft. Ich habe mit Mike gesprochen. Mike sollte sich so... Mike sollte so tun, als würde er große Gewinne aus dem Rubbellose ziehen. Doch, ich bin doch nicht dumm. Ich bin schlau. Scheiße, bin also bist du ein Scammer? Ich bin kein Scammer. Er ist kein Scammer. Sieht aus wie ein Geschäftsmann. Ich bin kein Computer, richtig. Da wirst du mein Gesicht so schön. Da bist du ja jetzt mit... Und mein Hintern auch. Verdammt. Ihr beide erstmal. Ich kenne Mike. Ja, Jürgen. Okay. So, wollt ihr Mike kennenlernen oder so? So, warum machst du das feinlich gestern? Ich weiß nicht, muss man Mike kennenlernen? Das war die Absorge, Mann. Die Masche. Ach so. Das heißt, du wolltest es abkönnen. Darf ich doch nicht, verdammt. Das heißt, du hast da oben auch deine Masche gemacht, oder was? Um Gottes Willen, doch nicht bei euch, Mann. Nee, bei uns nicht. Uns wolltest du ja auch nichts verkaufen, Mann. Ist doch okay, brauchst du nicht raus. Nee, sehe ich kein Problem. Du hast nicht von der Rubbellose erzählt, sondern nicht von anderen Teile. Ja, von den anderen. Ja, so ist es. Toni. Ja, Toni ist verzweifelt. Toni braucht Geld. Ich muss hier mal ein System gucken. Moment. Genau. Toni verwickelt sich in gottverdammte Scheiße, ja? Toni, warum sehe ich dich nicht häufig genug beim Pornshop? Du weißt, du kriegst da Geld. Scheiße, ihr habt mich letztens abgezogen, Mann. Womit haben wir dich abgezogen? Alter, ich hab euch da Sachen im Wert von bestimmt über 2000 gegeben. Mein Kollege hat mir keine $800 gegeben dafür. Nee, das war die hast du nicht bezahlt. Toni, das war ich.
Nein, das weißt du nicht, Mann. Tony? Ja. Ich hab vor die Lage. Ja, was ist los, Irish? Tony, du, Tony, du weißt, dass es geht immer ums Handeln, so, weißt du? Ja, und, natürlich, Mann. Und Tony, du weißt, ne, je häufiger man da ist, desto mehr steigt sein Stellenwert. Weißt du, Beziehungen müssen aufgebaut werden, Tony. Nein, nein, das haben wir schon verstanden, Mann, Irish. Das war auch gerade nur daher gesagt. Wir kamen tatsächlich nicht mehr dazu. Ja. Naja, mein Opa kauft in letzter Zeit nicht mehr so, so viel Zeug, weißt du? Mal hier rüber. Und ja. Ich denke, dass du meinst Big Mike? Nein, nein, Big Mike? Big Mike ist nicht mein Opa. Ja, darf ich noch in die Rechnung gehen? Nee, 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 ich komm mit. Ja, alles klar. Naja, ich hab euch nicht vergessen, Mann. Und der Tony, ich sag dir ehrlich, Mann, du musst nicht an mich denken, so, du musst bei mir an dein Portemonnaie denken, Tony. Wollen wir ganz kurz sehen, wie so eine große Durcheinander kommt? Ja, danke. Natürlich. Ich komm noch ein bisschen näher, weil ich... Bitte. Weißt du, Tony, bei uns? Ja, mein. Ja, dann mach das. Portemonnaie. Ja, getan. Mal Karte rüber? Dein Portemonnaie, Tony. Ja, ja. Ich komm vorbei. Ist dein Portemonnaie wirklich so leer, Tony? Ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr voll, sagen wir es mal so. Tony, was brauchst du? Ach, gar nichts. Ich hab doch alles, was ich brauche, aber man kann ja nie genug haben. Weißt du, was ich meine? Also, ich hab den Laden jetzt seit. Weißt du, Mann, ihr seid. Sieht aus wie reiche Säcke, Mann. Ihr wisst es doch besser, Mann. Mehr, also besser mehr haben als weniger haben, nicht wahr? Ja, cash rules everything around me. Bezahlen, ist auch alles gut. Ja, 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 das ist auch richtig. Ich bin der Chef, ja. Okay. Hm. Gut, Toni, wir machen einen spontanen Armen und eine spontane, wenn du Zeit hast, darfst du Zeit, wenn nicht, dann hast du nicht das Zeit, hä? Genau, das ist meine gesagt. Frau und sie ist die Chefin. Dann lernst du vielleicht doch immer diese Eirich ein bisschen besser kennen, hä? Hat er bisher besondere Wunsch und vielleicht auch jemand anderes und vielleicht noch jemand anderes, hä? Ja, aber wenn ihr mir versichert, dass man hinter mir bleibt, dann bin ich gerne da für dieses spontane Scheiße, Treffen. Tony, dein Arsch gehört schon dem Geld. Ja, ich sehe, irgendwie muss ich das auch vom Casino? Das ist richtig, das ist sehr richtig. Mein Arsch gehört dem Geld. Ja, natürlich. Genau. Vom Pearls, ja? Aber wir sind ja alle irgendwo eine Hure, ja? Habt ihr den Laden irgendwie schon länger? Irgendwo. Tony, hast du mich gerade Bitch genannt? Scheiße, Mann. Verdammt euch doch nicht, Mann. Ich hatte vorher nämlich euch das Blitzzeit. Ihr seid das war ja direkt neben die Helfer, Mann. Ist auch egal. Und dann bin ich auch gegangen. Vergiss mir das. Geht wieder so viel. Das ist genau das Problem, was ich habe. Wisst ihr, was mir heute passiert ist, verdammt? Was denn? Was ist passiert? Da ist er vor dem Pier, Mann. Ja. Da war so eine Gruppe. Fanti, danke dir. Ich dachte, was geht? Ertrinkt irgendjemand. Ich will den Leuten helfen, fahr da hin. Da kommen 6 Leute aus dem Wasser mit einer Knarre und laufen auf mich zu und verfolgen mich, Mann. Natürlich muss es teuer sein. Darf ich eins vorher fragen? Ja, ja. Hast du eine Swimboje in der Hand gehabt und bist ganz sexy gelaufen? Ich war gerade. Nein, Mann. Wenn sie verlieren, dann habt ihr schon. Nein. Und warum bist du dann vor denen weggelaufen? Warum hast du denn nicht gesagt, wow, genau. stopp, ich will euch helfen? Nein, ich war im Auto, ich hatte noch die Chance. Selbstverständlich. Ja, du bist mit dem Auto zum Strand gefahren. Nein, nicht ganz nah dran. Die sind ja schon regelrecht auf mich zugerannt, Mann. Die waren ja richtig wild, ich sag's euch. Was ist mit der Flosse? Ja, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Wie mit der Flosse? Hey, diese, no. Wir haben tatsächlich einen Architekten beauftragt. Auch mit der Flosse, die Angst vor der war aber wohl nicht ganz so toll. Also, und die Bar in Sandy Falls hat er ganz genau hingerichtet. Wie Piranhas, ich sag's dir, die wollten mich komplett zerfleischen. Ich kam da letztens rein. Aber irgendwie will das jeder. Die gleichen Architekten. Also, Mann, ich dachte, ich sterbe gestern. Ja. Ich weiß es ja nicht, Mann. Ich wollte eigentlich nur helfen, Mann. Ich sah ein Auto, was ins Wasser gefahren ist, Mann. Nein. Ich hab mir gedacht, also, da geht's irgendjemandem schlecht oder so. Wollte ich vorbeischauen. Sagen, meine läuft da deutlich besser. Und oben im Norden ist... Ja. Vernünftig, Tony, vernünftig. So du hilfst Menschen. Finde ich gut, Tony. Hier und da, Mann. Denkt man noch an seine Mitmenschen, aber... Tony, wenn du mehr also normalerweise Wasser bleiben, ist unter der Woche meine Deadline so aller spätestens um 1. Ich hab ihn noch nicht. Nein, das ist verdammte Scheiße. Du verstehst das falsch. Ich wollte wirklich helfen. Kein Zement, kein Unterwasser. Aber ja, gute Idee. Also, wenn ich jemanden nenne, ja, Zement. Ist gut. Ja. Zement ist immer gut, Tony. Ja, sehr. Zement hilft. Ja. Tatsächlich, ja. Umso trockener, umso schwerer liegst du. Genau. Das habe ich gestern schon gelernt. Ja, da müssen wir aber ein bisschen Vorlauf haben, dass wir mindestens zu zweit hier stehen. Ne? Also alleine würde ich das gar nicht wuppen. Scheiße, Mann. Ey, Mann, Zement kann gerne wegbleiben. Ja, richtig. Nee, das... Ja. Was hat er eigentlich gemacht? Da müsste ich jemanden ranholen. Also, was Irish gemacht Leute, hat? Die haben hier gesungen. Was hat Irish gemacht? Aber das war dann einfach aus der Laune heraus. Aber man kann das natürlich organisieren. Er hat gesagt, ich soll weggehen. Was? Er sagt, du sollst weggehen? Du kannst weggehen, Seh. Wer hat das gesagt? Die Toni hat gesagt. Ah, okay. Wieso soll ich weggehen, Toni? Was ist mit dir, Toni? Das hab ich nicht gesagt, Mann.
Verdammte Scheiße, Tony, mach jetzt nicht diesen Mann. Scheiße, Mann, jeder rettet mich in die Scheiße, ich bin einfach ich. Tony, verdammte Scheiße, ich hab gedacht, wir treffen uns hier auf Augenhöhe und jetzt machst du diesen, oder was? Ey, Mann, Irish, Mann, wir treffen uns auf Augenhöhe. Ist so, meine Augen sind hier. Ja, Tony, Mann. Wodka Energy hätte ich noch da. Ja. Was machen wir bloß mit dir, Tony? Frage ich mich auch jeden Tag. Was mache ich mit mir? Nee, dann brauchst du gar nicht. Und was für Geschäfte machst du sonst? So, Tony? Ja. So, ich habe heute ein bisschen Gras angepflanzt, Mann. Zum Mall fahren, die hat 24/7 auf. Gartengepflanze. Ja, aber das war nicht gewollt, Mann. Ich bin auch in die Scheiße reingeritten, Mann. Ich sag's euch, Mann. Das sind nicht Ideen von mir, Mann. Ich bin überzeugt, dass ich der Einzige bin. Leute rufen mich. Leute bringen mich irgendwie zu Orten. Leute sagen, mach das. Ich möchte es nicht unterschreiben, aber mir. Und ich bin halt. Ich hab's noch irgendwo. Scheiße, ich kann doch nicht die Leute, mit denen ich da alles unterwegs war, verraten. Das wäre auch scheiße von mir. Du kannst ganz kurz sagen, wenn Big Mike sagt, du sollst machen, dann kannst du nur sagen, dass Big Mike das macht. Ja, aber das Big geht ja nicht. Big Mike macht da, keine Ahnung, der ist ein Clubbesitzer, Mann. Sehr schön. Das ist ein zukünftiger Clubbesitzer, das ist Galaxy. Das Galaxy? Ja, Mann. Ja, okay. Ja, Big Mike ist wirklich Big Mike. Ja, wieso, weil er dick ist, oder was? Nein, weil er irgendwie mal so breit ist. Also die Tische und Bänke sind irgendwie gestellt, das ist immer blöd mit dem Hinsetzen da. Ich muss wirklich immer nach hinten schauen und gucken, ob er mitkommt, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Aber also gehört dein Arsch Big Mike? Das heißt, genau, wollte ich auch gerade sagen. Scheiße, fickt euch doch. Nein, also, fickt euch nicht, das war nur Spaß. Also, war nur Spaß, Aber hast du ein Problem, wenn wir es machen würden? Nein, Mann. Willst du jetzt sagen, Vito sieht nicht gut aus, genau? Das ist genau das, was ich habe. Weißt du, Mann, Vito ist so verlieben. Schau dir diesen Afro an. Deswegen habe ich ihn noch Afro-Mann genannt gestern. Ganz am Anfang hatte ich mich für die Palito-Bar. Das war auch richtig dünnes Eis. Jo, scheiße. Was soll ich denn sagen, Mann? Das war das Markanteste an dir, Vito. An ihn, Mr. Vito. Ey, meine Nase ist markanter. Deswegen heißt Vito die Nase auf der Straße. Okay, ja gut, aber das haben wir Italiener doch alle. Schau mal meine Nase an, das ist auch nicht gerade die ganze. Deine Nase sieht aus wie eine komische Kühlstomate. Was? Was hast du gerade bei meiner Nase gesagt, Vito? Also ich sage mal, wenn ich dich schnüffeln würde, würde ich dich immer riechen. Scheiße, du gewinnst. Ja, also bei Vito würde ich sagen, ein Kilo Koks pro Nasenloch, das passt schon rein, ne? Nee, da war's scheiße, einiges Koks, Mann, habt ihr Koks? Ich brauche eine Line. Probiert. Ich frag lieber nach einer Line. Ja, eine Line, Mann, nur eine Line, Mann, bitte. Okay. Ihr habt doch bestimmt eine Line für mich, Mann. Ich frag jeden, niemand hat was für mich. Der kann die gerne eine Leine ziehen, sehe. Ja, scheiße, Mann. Ihr würdet mir echt helfen. Ich bin nicht süchtig oder so. Ich hab in der Regel immer damals, also ja. Deswegen schwitzt du jetzt auch so, ne, Toni? Nein, Mann. Also es ist so, ist eine Line pro Tag ist so, es komm schon. Also sprechen wir jetzt von einer Line auf einen Swingerclub oder sprechen wir von einer anderen Line? Nein. Scheiße, nein. Okay. Koks, Mann. Nee, sehe. Wieso brauchst du Koks, Toni? Ja, du weißt, die Arbeit ist anstrengend. Anstrengend, Mann. Und die ganzen Probleme, in denen ich irgendwie mich immer wieder auffinde, das heißt, machen es auch nicht einfacher. Das heißt, Tony, du hast häufig Kopfschmerzen oder was? Deswegen. Ja, wirklich, also schon. Ja, Tony, versuch's mit Aspirin, Mann. Aspirin, Mann? Glaubst du, das hilft? Warum? Nee, Aspirin. Keine Ahnung, ich dachte immer, Koks ist da besser. Ja. Tony, wenn du genügend Geld hast, kenne ich da vielleicht jemanden. Dann sehe ich aus, als hätte ich Geld. Nee, eben nicht, Mann. Also ja, du siehst ein bisschen so aus, als würdest du so tun, als hättest du Geld. Hey, Mann, die Uhr ist gefaked, Mann. Die Schuhe sind nicht echt. Es ist ja voll Pro-Markt. Ja, Tony ist immer lustig. Tony. Oh, nee. Siehst du, ich kann mein Maul auch nicht halten. Tony, ist ja die beste Post-Gespräche, die ich hier hatte, sehe. Das ist ein anderer Toni. Ja. Santi. Auf den Kopf gefallen. Bist du auf den Kopf gefallen, Toni? Denke mal ein paar Mal so oft damals, ja. Echt? Aber er hat doch alle Haare angegriffen zu dir. Also ja, also. Also bei mir ist das. Sagen, Vito, bei mir ist das Style, Mann. Hast du das auch so ein Style? Ich weiß, alle Leute, die Glatze haben, sagen, ich kann mir Haare wachsen lassen, aber ich kann mir Haare wachsen lassen. Sicher, das sagte mein Vater auch immer. Ich hab ihn ein, zweimal ausgedacht wegen der Glatze. Glaub mir, das hab ich. Ich hab's bitter bereut. Scheiße, Tony. Augen und so. Tony, ich hab auch einen Gürtel. Na, scheiße, Mann. Ich will doch nicht wieder mein Kindheitstrauma wieder. Hör doch auf. Das ist kein Problem, Tony. Können wir dir gerne wieder zurückholen. Nein, ich hab genug Probleme, Mann. Warte mal, Tony. Jo. Ich mach mal deine Gürtelschnalle auf und zieh mal deinen Gürtel raus, ja? Hey, was soll das bringen? Der muss ja aber die Hose runter. Warte mal. Oh Gott. Alles gut. Bin ich auch nicht. Tony, siehst du den Gürtel hier? Mach den zu so einer kleinen Schlaufe und jetzt
Ja, so ein kleines Peitschengeräusch, Mann. So ein kleines Peitschengeräusch. Macht dich das an, Tony? Nein, das macht mich nicht an. Du machst mich fertig, Mann. Ja, hier, dann zieh dir deinen Gürtel wieder an. Kann sich ja keiner mehr angucken. Also, ich bin gewöhnt in den Knast, das, ey. Das ist ja nicht im Knast irgendwann. Ja, ja, keine Sorge, Tony. Und so wie ich dich einschätze, ich sag, wahrscheinlich früher als später. Ich sag immer so, wird der Gürtel nicht nur zum Slagen genutzt, das, ey. Also, ich war ja letztens fast hinter Gittern, Mann. Also, ich war ja theoretisch gesehen hinter Gittern, aber die haben mich da davon kommen lassen. Was hast du gemacht, Tony? Darf es bei euch noch irgendwas sein? Oder seid ihr alle zufrieden? Danke dir, alles gut. Ja, alles gut, Mann. Vielen Dank. Selbstverteidigung, Mann. Vor dem Galaxy, da waren ein paar Verrückte, die sind mit einem Messer auf mich zugerannt. Dann habe ich die Waffe gezogen und habe zweimal auf den Boden geschossen. Dann habe ich mich ergeben, weil da war ein Undercover-Cop. Hast du dich ergeben, hast du dich erschrocken, weil du auf den Boden geschossen hast? Scheiße, ich bin kein guter Schütze, Mann. Aber egal, ich habe hab mich ergeben, weil ich bin doch nicht dumm oder so. Hast du dich vorher ergeben, bevor die Cops da waren, oder hast du dich danach ergeben? Nein, nein, er schrie, LSPD, Hände hoch. Hey. Und ich habe mir in die Hose gemacht, also habe ich mich ergeben. Hey. Ging als Selbstverteidigung durch. Das heißt, du bist jetzt Wet Pants Tony, oder was? Wet Pants Tony, trifft das Tatsache. Ich habe mir, glaube ich, wirklich an dem Tag in die Hose geschissen und gepisst. Scheiße, Tony, Mann, erzähl uns das doch nicht, Mann, du willst doch Credibility haben. Tony, du hast jetzt schon den Spitznamen auf der Straße, ey. Ey, Mann. Spitznamen, den will ich aber nicht haben, Mann. Ah, scheiße. Der nasse Tony. Der nasse Tony, Mann. Ich werde dich direkt umspeichern mein Handy. Scheiße, Tony, ich brauche deine Nummer noch, Mann, damit ich dich als der nasse Tony einspeichern kann. Oh, fick dich, Mann, okay. Tony, ja, das ist die 712. Warte kurz, der nasse Tony. Mach mich fertig, Mann. 712? 572. Glatzkopf Mike. Nein, Glatzkopf Irishman. Mike Scheiße, trifft es auch irgendwie. Ich weiß nicht, du siehst aus wie Mike für mich. Tony. Jo. Du rüttelst gerade am Ohrfeigenbaum. Nein, verdammt. Scheiße, Mann. Ich dachte, wir sind jetzt auf dieser Dreischung. Wenn du mir schon einen Spitznamen gibst, dann kann ich dir doch auch eingeben. Läuft das nicht so? Ah, nee. Ist der Irish die Irish? Genau. Irish is Irish, okay. Irish is Irish. Ich merke schon. Irish is Irish. Irish. Ja, genau. Irish. Genau. Irish is Irish. Genau, könnte man so sehen. Irish, ja, auf jeden Fall. Irish. Oder du machst Irish by Wish. Irish by Wish. Was, wo ist Wish? Kann ich ihn da irgendwie... Bestellte. Okay. Irish bestellt, ja. Shit, man. Irish by Wish bestellt. No, machst du Irish is Irish, ey. Ja, genau. I wish. Tony, du hast einen Wunsch. Ich gehe mal die Rechnung bezahlen. Ja, mach das mal. Oh. Weißt du, warum Irish und I wish? Weil man bei dir einen Wunsch offen haben kann oder sowas. Nein. Und keine Ahnung, man weiß sich, ich doch nicht. Wenn man sich irgendwas wünscht, dann ruft man Irish Nummer an und Irish erfüllt Wünsche. Geht wirklich? Kann gut sein, Tony, find's raus. Oh, okay, Mann. Ja, einmal oder so. Was? Ja, hast du ja. Oh, ja, mein Fehler. Irish. Kein Problem, Tony. Kein Problem. Wirklich fertig, Mann. Ja, bist du wirklich? Ich rate wirklich von... Ach, egal. Ja, Tony, wenn du Scheiße am Stecken hast, sagst Bescheid. Du kennst uns doch. Weiß, ich kenn euch nicht, Mann. Doch, Tony, du kennst uns. Ein klein wenig. Ich glaub, ich kenn euch oder so. Ja, Tony, ich glaube, du kennst uns. Ja. Scheiße, Tony, wir haben doch jetzt schon so viele schöne Gespräche miteinander gehabt. Ja, wenn ich jetzt sowas höre, ist das immer am Ende wieder so eine Sache, dass ich mich verschulde oder so. Entweder habe ich kein Geld mehr oder ich habe keine Seele mehr. Oder im schlimmsten Fall scheiß mal auf... Tony, wenn du Wünsche hast, die teuer sind, dann musst du die bezahlen können. Das ist natürlich klar so, ne? Aber ich wollte gerade schon sagen, Mann, scheiß mal auf die genannten Dinge, Mann. Aber Tony, Mann, wir schicken dich nicht aufs Feld oder so eine Scheiße. Geld. Wir sind Geschäftsmänner mit Stil, Tony. Wenn du einen Wunsch hast... Ja, wollte nur meinen Hintern, Mann. Rufst, wenn wir uns im Knast mal treffen, aber das ist, was im Knast passiert, ist im Knast, du weißt schon. Klar. Ja, das ist... Das regelt und so. Ja, genau. Ja. Wie sagt man? Irish, I wish, ne? Merkt ihr das? Irish, ruf mich an, merk ich mir, Mann. Ist. Ich hau mich ins Bett, hau rein, Mann. Ja, hau rein.
Damiano. Scheiße, hab nicht damit gerechnet, dass du mich so schnell zurückrufst. Jackson? Ja, Migo, ich hab dich schon vermisst, Mann. Was war mit dem Bier draußen? Ich dich auch. Das ist alles Jackson. Amigo, also guck mal, wir haben jetzt gerade mit unseren Arbeitern gesprochen, ja? Ja. Und wir haben jetzt mal ein bisschen alles auskalkuliert. Ja. Die Arbeiter meinten, dass man, also das ist nicht realistisch, Amigo, das ganze Ding. Bis morgen. Nein, generell, weil guck mal, für 2000 ja. Thunfischpastete ja. braucht man 40 Stunden. Ist nicht mit dein vier Ernst. Leuten. Ist nicht dein Ernst. Ja, das ist mein Ernst, Mann. Wir haben das gerade konkret ausgerechnet. Das wird niemand machen, Mann. Nee, das glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort. Es ist sogar noch mehr, weil man muss es ja noch verarbeiten. Ja, definitiv. 40 Stunden, also wirklich 40 Stunden, Mann. Ja. Stehen und pflücken. Ja. Ich weiß nicht, wer so viel verlangt, wer irgendwie in einer Traumwelt hey, lebt. Ja, du, bitte, ne? Ja, entschuldige, warte mal kurz. Schlaf gut, Vito, Mann. Hau rein. Wir sehen uns, Vito. Gut, ich meine, du kennst ja denjenigen, der es will, so, ne? Ja, das muss ich, er ist nicht mehr erreichbar. Ich werde das mit dir morgen abklären, weil ja. Das ist, Naja gut, ich sag mal so, ne, wenn man Stück für Stück, ich sag mal, das Ganze zusammen wirtschaftet, so, ne? Aber gut, ich sag's mal so, ich strecke einfach meine Fühler in der Stadt weiter aus, so, und, besorgt noch an anderen Ecken und Enden was. Ihr könnt ja mal gucken, worauf ihr Bock habt, was ihr machen wollt, so, und Also ich werde das nochmal mit den Umriss hier alles ausrechnen, aber Stand jetzt ist das alles, da muss irgendwas falsch sein, Mann. Ja, alles klar, Mann. Ist gar kein also Problem. Also ich werde dich auf dem Laufenden halten, ich werde morgen mit Sigi abends sprechen. Ja. Sag mal, Jungs, also beziehungsweise Limon, was ich dich noch fragen wollte, ihr habt doch das Galaxy, oder nicht? Nicht direkt, nein. Wir arbeiten für das Galaxy. Ach, ihr arbeitet für das Galaxy? Ich hab gedacht, ihr werdet die Jungs, denen das Ding gehört. Ja, wie soll ich das erklären, Amigo? Das gehört jemand anderem. Okay. Genau. Und ihr kümmert euch einfach um die Sicherheit sozusagen, oder ganz wie? Ganz genau, ja. Alles klar. Wem das gehört, kann mir egal sein? Ein guter Bekannter von ist, uns. Ah, ist ein guter Bekannter von euch. Alles klar, okay, ich verstehe. Ja, okay. Hat mich tatsächlich einfach nur mal interessiert, so. Weil der hat aber damit nichts zu tun, Mann. Wie gesagt. Die saubere Weste ist das Gesicht des Galaxies. Das, was bei euch da hinten interessiert, das geht mich auch gar nichts an, so. Das ist alles cool. Wie gesagt, so, das Ding ist, ich wollte das halt einfach bloß mal so verstehen. Weißt du, wie das so mit dem Galaxy und so zusammenhört? Weil ich habe halt immer nur gehört, ihr seid die Jungs vom Galaxy, so, ne? Und das heißt dann für mich auch irgendwie so, dass das euer ist, so. Und das wollte ich halt einfach bloß mal nachfragen. Ja, wir arbeiten da, aber es hat sich jetzt in den letzten ein, zwei Tagen ein bisschen was umstrukturiert. Ja. Wir wollen das Galaxy nicht beschmutzen oder sonstiges, deswegen gibt es dort jemanden, der das führt, der Inhaber ist. Und ja, wir machen die Sicherheit. Ja, alles klar, okay. Nee, ist doch gut zu wissen. Ja, gute Nacht, Irish. Es kann sein, dass es gerade einen Rechenfehler gab. Ja, wie gesagt, mach mal ganz in Ruhe, so ist alles gut so. Ich meine, im Endeffekt, derjenige, welche für den und so, ist sowieso nicht mehr da, so dementsprechend gucken wir einfach morgen nochmal ganz in Ruhe. Aber Fakt ist, Mann, es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig. Ja, definitiv. Ich strecke sonst einfach mal meine Fühler in der Stadt aus und mach weiter, ja? Ja. Alles klar, okay, mein Lieber. Alles klar. Dann erstmal bis dann. Jo, hau rein, Mann. Schöne Karre, Tony, Mann. Ich sag dir, heißer Style, auch ohne die Tür und so.
Na gut, dann gehen wir auch ins Bett. Oder ist er noch da? Ah, schade. Gut, dann muss ich auch morgen mit ihm sprechen. Aber ist auf jeden Fall heute schon sehr, sehr spannend wieder gewesen, wie sich das Ganze so verhält und aufbaut. Wer mit wem. Aber hier passiert leider gar nichts mehr irgendwie. Hat er eigentlich Bock irgendwie mit den Jungs ein bisschen was zu regeln, so, aber leider läuft da gangtechnisch irgendwie so gar nichts. Wobei die mittlerweile echt genügend Leute wären, um ein bisschen was zu reißen. Aber nun gut, ist wie es ist. So, ihr Süßen. Dann sind wir auch wieder durch für heute. Ich guck mal kurz, wo ich euch noch so hinschieben kann. Ach, schicken wir euch zu Mochi. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Mochi. Guckt da rein, also bei Just Birdie, sie spielt Mochi, ist eine Officerin, OfficerInnen, ich weiß nicht genau, wie man es richtig sagt, so, verurteilt mich nicht. Schlaft gut und bis morgen, ihr Süßen.